kennen könnt, was Gründe hat, die wir jetzt einfach mal hier nicht weiter erläutern. Ja, über was wollen wir heute sprechen? Es gab ja einen lustigen Faktencheck-Artikel über unsere Lügen, die wir immer verbreiten. Dazu haben wir uns aber entschieden, den nicht vorzulesen oder nicht zu widerlegen, wenn es da überhaupt nicht viel zu widerlegen gibt. Würde ich mal anfangen mit dem Thema, was ja quasi auch aus einer ähnlichen Richtung kommen könnte. Deswegen Thema Böllerverbot, ja? Ja, scheiße. Dieses Jahr wieder und dieses Jahr quasi mit einer neuen tollen Argumentation. Und zwar, man will die Krankenhäuser nicht zusätzlich, nachdem sie durch Corona so schlimm belastet sind, belasten, indem man Böller erlaubt. Ja. Beziehungsweise es ist in ganz geringen Mengen, darf man, glaube ich, Böller kaufen oder Silvesterfeuerwerk, wie auch immer, Läden wie Lidl oder so. Muss man dann irgendwie vorbestellen und am 30. oder so abholen. Richtig seltsam, ja. Gut, wir haben uns eigentlich schon mal darüber ausgelassen, aber ich dachte, es war ein sehr gutes Thema, das nämlich einzuwerfen, weil es halt eben auch unter diese Argumentation fällt und deswegen fand ich es interessant, das nochmal anzusprechen. So, ich weiß gar nicht, mit welchem Argument die das letztes Jahr verboten haben, ob das ein ähnliches war oder was. Ich glaube, damals ging es, glaube ich, sogar auch darum, dass man das Zusammenkommen verhindern wollte oder so, also quasi die sozialen Kontakte beschränken und so, dieses ganze C-Narrativ, ja. Und dieses Jahr ist es halt so, ja, wir wollen die Krankenhäuser nicht zusätzlich belasten, ne. Was halt, also wieder das C-Narrativ. Ähnlich, ja, aber halt auf einer leicht anderen Approach sozusagen. Und das Interessante ist halt, was ich dabei finde, dass die Leute das halt so sagen, vor allem in einem sehr großen Teil das auch noch gut finden, aus irgendeinem Grund. Und es ist so, wie bei vielen anderen Sachen, die wir ja in der letzten Zeit erleben müssen, und deswegen finde ich es interessant, wie gesagt, das aufzugreifen, wie bei vielen anderen Sachen, die wir erleben müssen, ist es halt so, man schiebt einfach irgendeinen Grund vor, um halt das zu machen, was man ja will im Endeffekt, ja. Was man jetzt irgendwie blöd findet, so, ja, hier, wir wollen nicht, dass ihr böllert, weil Böllern ist cool und wir sind nicht cool. Das ist ja im Endeffekt so der eigentliche Grund. Und man schiebt halt jetzt einen neuen Grund davor. Warum kann man nicht alles aufmachen? Das ist wie, warum kann man es nicht erlauben? Das ist eben wie, ja, wir müssen jetzt einen Lockdown machen, weil sonst stirbt deine Oma. Oder, was ja jetzt schon in der Hinterhalt, sich schon seit letztem Jahr irgendwie in der Hinterhalt gehalten wird, wir müssen einen Lockdown machen, weil sonst stirbt die Erde in 50 Jahren, ja, Klimalockdown. Das ist halt irgendwie interessant, ja. Gut, ja, gut. Dazu kann man jetzt nicht mehr so viel sagen, glaube ich. Aber das war so mein Gedankengang. Man könnte noch dazu sagen, dass diese ganze Tendenz, dass halt wirklich drakonische Strafen für so einen Scheiß halt eingeführt werden zum Teil, was ja auch bei den Böllern und so weiter auch ein bisschen ankündigt, auch so der Tendenz entspricht, dass halt die Mehrheit der Bevölkerung wirklich so eine Art Diktatur will. Und nicht nur im Sinne von halt wirklich durchregieren, sondern im Sinne von die Regierung oder die staatlichen Organe oder so oder die Leute, die sich dazu befugt fühlen, können wirklich in jeden Lebensbereich eingreifen und dir vorschreiben, was du zu machen hast. Und die Leute finden das gut, weil die, wie es aussieht, wirklich nicht darauf, also die kommen wirklich nicht darauf klar, mit Freiheit umzugehen. Ja, tatsächlich, ja. Tatsächlich ist es so. Also so kommt es mir auch manchmal vor, auch wenn gerade anderes Beispiel, zum Beispiel, also wo ich mir eine ähnliche Sache auch gedacht habe. Irgendwelche Impfbefürworter, sage ich jetzt mal, aus einem sehr entfernten Bekanntenkreis, keine Ahnung, treffen sich, ja. Also die Leute immer, die Ungeimpften total hassen, ja, so die typischen Bundesbürger, die so diese Narrative schlucken. Und dann, wenn du so sagst, ja, warum trefft ihr euch und so, ja, es ist ja hier Corona und so weiter, ist ja unverantwortlich, und dann sagen sie, ja, noch ist es ja erlaubt. Noch darf man sich ja mit, was weiß ich, 20 Leuten treffen, so ungefähr. Das heißt, du musst es denen erst verbieten, damit sie das Narrativ, das sie ja eigentlich so gerne mittragen, durchführen. Genauso wie so, wenn die Zahlen kommen. 70% sind für einen Lockdown. Warum sperren sich die 70% dann nicht zu Hause ein? Weil sie nicht damit klarkommen, dass die anderen 30% es nicht machen oder weil sie es nicht machen müssen. Ja? Mhm. Das ist schon interessant auch. Und wie du sagst, ja, die Leute, die, weiß nicht, vielleicht waren die von dieser Führungslosigkeit oder wie auch immer, was man das so nennen mag, sind die so abgeturnt, ja, dass sie jetzt sich quasi einen starken Führer wünschen und dass denen halt jede Art von starker Führung, auch wenn sie noch so
beschissen ist, ja, sich damit dann irgendwie zufrieden sind, ja. Ja, gut. Ob es jede Art von Führen sein soll, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es halt so, dass halt scheinbar die Mehrheit der Bevölkerung, also die Grenze der Überforderung beginnt beim sich selbst den Arsch abwischen. Ja. Alles, was höher als das ist, muss jetzt in dem Grundgefühl von dem, was passiert, vom Staat übernommen werden. Also der Staat soll das alle Risiken übernehmen. Ich meine, die Tendenz haben wir ja schon länger und das wirkt sich natürlich auch in anderen Bereichen drauf. Es muss einen großen Sozialstaat geben, weil ich kann ja nicht riskieren, arbeitslos zu werden. Ich muss überall Versicherungen haben, die mir das bezahlen, weil ich könnte ja dann und so weiter. Es muss überall ja bis hin zum Militär. Ich meine, mir hatte das jetzt mal ein Bekannter erzählt, der halt 20, 30 Jahre älter ist als ich, dass die Ende der 70er Jahre bei der Bundeswehr die Bajonette abgeschafft haben, weil es könnte sich ja jemand verletzen. Mann. Also halt, ich meine, man muss sich diese Situation nochmal vorstellen. Ich meine, da stand ja noch die NVA und dahinter die Rote Armee hochgerüstet und jederzeit bereit, in Westeuropa einzumarschieren. In 20 Jahren wird die scharfe Munition abgeschafft, aber man könnte sich ja verletzen. Genau, und die Platzpatronen dann auch, weil man könnte sich ja, weil auf einen Meter oder so sind die ja auch noch tödlich, wenn man direkt zielt oder so. Also das ist, es ist einfach eine Lage, wo, also ich meine, auch bei Corona sieht man das ja am besten so. Leben ist Gefahr. Also heute natürlich so ein bisschen unterdrückt, weil ich kann mich auch den ganzen Tag auf die Couch setzen und Netflix gucken. Aber an sich, jederzeit, wenn ich auf die Straße gehe, könnte ich von einem Auto zumindest angefahren werden. Ich hatte das auch schon zu Schulzeiten, da war dann ein Jahrgang unter uns, irgendwie so in der 10. oder 9. Klasse. Da stand halt ein Typ an der Bushaltestelle, war eine vielbefahrene Straße, ist ein Auto über seine Zehen gerollt. Der war dann erstmal für 2, 3 Wochen weg vom Fenster. Auch nicht schlecht. Das kann einfach passieren. Risiko ist einfach da. Aber die Leute sind psychisch nicht mehr in der Lage, das auszuhalten. Oh, es kommt eine Grippe und jemand könnte sterben. Ja, es stirbt jeden Tag mehrere hundert Leute in Deutschland so. An allem. So. Das war auch das Geile. An Laufen, an Fettsein, an ein Auto überfährt die, an jemand aus ihrer Familie sticht die ab, irgendjemand Fremdes schmeißt einen vor die S-Bahn und so. Aber dann bei Corona, ja, ist es dann so, das ist dann diese unsichtbare Bedrohung, weil es macht kein Mensch und die Leute sind einfach so psychisch labil, dass sie eine etwas schwerere Grippe nicht mehr psychisch aushalten müssen. Und die Konsequenz ist dadurch, dass wirklich, das merkt man ja auch bei den Kommentaren so, also normalerweise, wir haben ja in gewisser Weise das Demokratieverständnis der Amerikaner übernommen, nach 1945. Und einer der Schlüsselsätze der amerikanischen Demokratie ist ja das, was Thomas Jefferson gesagt hat. Also an sich, natürlich, wir nennen es nicht Demokratie. Also es war ja auch so, wollten eher sich Republikaner nennen als Demokraten. Aber deren Schlüsselverständnis war, das Staatswesen, das demokratisch geordnete Staatswesen kann nicht sein, dass die Mehrheit die Minderheit terrorisieren kann, qua ihrer 50,1%. Und das ist einfach völlig weg. So dieses psychisch Labile führt dazu, dass in den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel geguckt wird, keine Ahnung, 70% der Deutschen wollen hinter den Maßnahmen. Vielen Dank, Ungeimpfte. Jetzt müssen wir wieder in einen Lockdown. Genau, ja, vielen Dank, Ungeimpfte. So, ihr wollt es zwar nicht. Und auch Herr Söder, Sie handeln ja nicht schnell genug. So, Sie haben zwar die repressivsten Maßnahmen in ganz Deutschland, vielleicht abgesehen von jetzt Kretschmer, aber haben nicht 70% der Wähler gesagt, dass sie entweder die Maßnahmen beibehalten oder sogar noch verschärfen wollen? Halten Sie sich mal an den Willen der Mehrheit. Und es ist bei all diesen Sachen so, dieser Massenterror, der gefüttert wird durch diese psychische Instabilität, die letztlich darauf hinausläuft, dass diese Leute eine Art von totalitärem Staat wollen. Und auch, ja, auch interessant, also Herr Söder, ja, was wir neulich bei uns im Chat zum Beispiel auch mal hatten, wo dann da immer dieser komische Abul Bara reingepostet wird, so, weil bei den das ja anscheinend schon so ist, dass jede einzelne Kackfrage da von irgendeinem Gelehrten beantwortet werden muss, weil die halt wirklich diese Anleitung brauchen, so, ja, darf ich ein Fortnite-T-Shirt tragen oder so, fragt dann da irgendein Kind. Also, und das Interessante ist, dass man so eine Entwicklung anscheinend bei den Deutschen jetzt auch feststellen kann, so, darf ich das noch, darf ich das und so weiter, und man immer so den Segen vom Vater Staat braucht. Das ist natürlich noch nicht ganz so schlimme Ausmaße, aber es geht schon so ein bisschen von der Geisteshaltung in die Richtung. Es ist eine Ausbreitung von Lachentum. Also letztlich, ja, wie gesagt, Leuten, die halt, also ich meine, das ist gut, dass du das ansprichst, weil es ist ja eigentlich das Alleinstellungsmerkmal Nordeuropas. Ob das jetzt durch das Christentum gekommen ist oder einfach durch die Kirche oder durch kulturelle und Umwelteinflüsse, ist erstmal nebensächlich, aber es ist auf jeden Fall das Alleinstellungsmerkmal Nordeuropas,
dass persönliche Autonomie eine riesige Sache ist. Also du hast ja schon angesprochen mit dem Koran, mit der Scharia, dass wirklich strenggläubige Moslems erstmal die Hadithen lesen müssen, den Koran lesen müssen und dann noch die Aussagen von den Schriftgelehrten von einem dieser 5 Islamschulen mit einfließen lassen müssen in ihre Handlung, um sowas Einfaches zu machen wie: Darf ich diesen Beruf ausüben? Darf ich das oder das kaufen? Oder auch bei den Juden. Ich meine, wir kennen das ja, der Talmud ist bekannt, auch in unseren Kreisen, aus Gründen, die jeder weiß. Aber das Wichtige am Talmud ist ja auch, es ist das Gleiche bei den Juden. Also der Talmud ist ja nichts anderes als sozusagen eine Reihe, eine Sammlung von mehreren tausend Seiten, auf denen die wichtigsten Rabbiner der letzten 1500 Jahre sozusagen ihre Meinung abgegeben haben zu: In welcher Notsituation darf ich unkoschere Sachen essen oder trinken? Welche Stoffe darf ich tragen und sowas? Und das zieht sich auch weiter bei den Chinesen. Gibt's ja auch verschiedene Rechtsschulen, die letztlich auf das hinauslaufen. Und wir sehen ja auch in verschiedenen Teilen der dritten Welt, wo es das nicht gibt, wie hilflos die Leute einfach sind. Ja, in Schwarzafrika, wenn du da eben nicht solche Regelwerke etablierst, dann hast du eben diese Failed States, wie du sie heute hast. Und der Unterschied mit Nordeuropa war eigentlich persönliche Autonomie. So, ich habe jetzt vielleicht die 10 Gebote als Leitwerk, ich habe jetzt vielleicht das bürgerliche Gesetzbuch irgendwie oder bei den Engländern ja noch Aussagen dieses Common Law, also einfach so Gesetze, die tradiert sind, die irgendwie das Gemeinleben regeln. Wenn dort kein Gesetz ist, dann kannst du machen, was du willst. Und dann bist du auch für dein eigenes Handeln verantwortlich. Und das scheint langsam wegzugehen. Eben weil irgendwie so eine Art, wie Spengler sagen würde, Philachentum aufkommt, so eine Art Menschheit, die sich nicht mehr interessiert, für was groß in der Welt passiert. Solange man sein eigenes kleines Auskommen hat, kann meine Tochter vergewaltigt werden, können mir 90% meines Einkommens weggenommen werden, kann ein fremder Besatzer im Land sein, können wir gerne noch eine andere Sprache hier sprechen, können meine Kirchen zerstört werden. Das ist alles in Ordnung, solange es mir jetzt in meinem kleinen Leben, also diese Mentalität so, ja, Hartz IV ist eine geheizte Wohnung, ist Netflix und ist einmal im Monat zu McDonald's gehen. Das reicht dann aus. Ja, ist auch interessant, dass das, ich weiß nicht, ob wir den Vergleich schon mal gebracht haben, dass eigentlich dieses ganze Corona-Ding oder überhaupt diese Wissenschaftsgläubigkeit, ich meine, den Begriff der Ersatzreligion gab es in Deutschland ja auch schon mal in Bezug auf was anderes, aber in dem Fall ist es halt wirklich auch so. Das ist so das Desinfektionsmittel ist so das Weihwasser, ja, irgendwie, und die Wissenschaftler sind so die Heiligen, nicht die Heiligen, die Prediger sozusagen, ja. Da gab es ja auch so den Artikel, ja, der immer so rumging, ja. Man muss der Wissenschaft sozusagen blind vertrauen, man muss keine eigene Research, also keine eigenen Nachforschungen anstellen, weil die Wissenschaftler sagen, dass er. Es ist in gewisser Weise so wie also ein gewisser Herr S. aus Österreich, der auch schon mal hier im Podcast war. Ich weiß nicht, ob man seinen Namen noch auf YouTube so erwähnen kann oder nicht, deshalb mach ich das mal so. Der hatte mal einen Vortrag gehalten. Halt, nein, das ist zu auffällig. Nennen wir ihn Herr S. Genau. Der hatte mal eine Buchrezension gemacht in Form eines Vortrags über ein Buch von Dugin. Und in diesem Buch, das hieß, glaube ich, Ethnos, ist Dugin nicht eingegangen auf Ethnos, wie wir es verstehen, also Völker, Abstammungsgemeinschaften in Form von großen Völkern, das heißt ja auf Russisch Narod, sondern auf den Ethnos im Sinne von Stämmen. Und der hat sich wohl in Innerrussland, in Sibirien, solche ganz primitiven Stämme angeguckt, ja, die finno-ugrischen Stämme, die dort leben, die Turkvölker, die dort oben am Polarkreis sitzen. Und bei denen ist es ja so, die Vermittlung zwischen den Göttern und auch zwischen den Geistern, die sich in Tieren manifestieren, den Schutzgeistern des Stammes, kommt durch Schamanen. Oder auch ein anderes Beispiel wäre halt im antiken Heidentum. Die Vermittlung des göttlichen Willens kommt, also der Priester im Christentum, oder auch der Schriftgelehrte im Islam ist ja eigentlich erstmal nur dazu da, sozusagen auszubuchstabieren, was steht in der Schrift und an was sollte man sich halten. Aber bei denen ist es ja so, dass sozusagen der direkte göttliche Wille durch den Schamanen, beziehungsweise im antiken Heidentum dann durch den Priester, durch das Orakel auch zum Teil mitgeteilt wird. Und es hat ja solche Dimensionen angenommen. Also die Wissenschaft ist nicht das komplizierte empirische Verfahren, was der weiße Mann in Nordeuropa mal entwickelt hat, um sich die Welt zu erklären, sondern die Wissenschaft ist wie ein Gott. Ja, und wenn man nicht auf die Wissenschaft hört, dann wird der Gott strafend, indem er Pandemien schickt, indem
die Infektionszahlen hochgehen, indem das Klima dann ausrastet. So, und da gibt's keine Diskussion, weil 90% der Wissenschaftler sind übereingekommen, dass das Klima sich wandelt und dass daran der Mensch schuld ist und vor allem der weiße Mensch. Genauso wie in der Sowjetunion 99,99% der Wissenschaftler sich einig waren, dass Lysenko die richtige Methode entwickelt hat, um Pflanzen an ihr Klima anzupassen. Und ja, wie gesagt, also wenn der Wissenschaftler kommt aus seiner Rolle heraus, aus jemand, der ein oftmals hochkompliziertes Verfahren anwendet, um die Welt irgendwie ein bisschen besser zu verstehen, wo es Debatten gibt, wo es Fehlschlüsse gibt, die später zugegeben werden, wo es Debatten gibt, die über 20, 30, vielleicht auch 100 oder 200 Jahre dauern und die immer mal wieder zu einer Seite kippen und zur anderen. Das gibt's ja immer wieder so, zwischendurch hieß es dann mal, Indogermanen gab's nicht oder die kamen aus der Türkei und so weiter oder die waren schwarz oder die waren braun, oh, jetzt kommt wieder raus, ja, es gab die doch irgendwie, also das mit den Ariern war doch nicht so abwegig und die gab's als Volk und die haben diese Sprachen gesprochen, die sind überall eingefallen, deshalb wird auch in Indien noch eine Indogermanische Sprache gesprochen und in Großbritannien. Also das ist ja eigentlich ein Prozess, der sehr verwoben ist und immer mal wieder zu der und der Seite kippen kann und wo lange eben nichts Genaues feststeht. Ich meine, in der Physik ist es ja auch normalerweise so, dass man weniger von, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder die Zuschauer, aber es gibt ja so ein bisschen das Problem, also ich bin jetzt ein völliger Physiklaie, aber soweit ich es mitbekommen habe, also die Mikro- und die Makrotheorie von wie das Universum funktioniert, die kann man in der Physik nicht zusammenbringen. Es gibt keine Grand Unified Theory, wie das Universum funktioniert in der Physik. Sondern in der Physik ist alles Arbeitshypothese. Wenn du bemerkst, dass wenn du so und so die Volts, also mit Volt die Spannung berechnen kannst zum Beispiel, dann weißt du, dass du, wenn du so und so machst, du ein Kabel anschließen kannst und da fließt Strom. Und dieses Verständnis von Wissenschaft geht mehr und mehr zurück und weicht diesem Schamanismus letztlich. Mhm. Kann man sagen, vielleicht ist es auch wirklich so, dass der Grund, weil halt die ursprüngliche Religion, sage ich mal, oder vielleicht auch was auch immer, das Stammesdenken, keine Ahnung, weggebrochen ist. Man muss halt sagen, das hat auch mal jemand die These aufgestellt bei uns tatsächlich im Chat und die fand ich ganz gut, dass diese ganze Corona-Maßnahmen ja auch so eine Art tribalistisches Denken ist. Zumindest mal gehen die Leute davon aus, dass du mit den Maßnahmen deine, was auch immer, Volksgenossen schützt oder deine Mitmenschen. Ne? Ja? Und unter dem Gesichtspunkt mögen die ja Sinn sogar machen, ja? Also es ist natürlich, wie soll ich sagen? Ist natürlich Schwachsinn, aber wenn man es halt nicht näher hinterfragt, ist es schon, klingt es schon plausibel, ja? Ja, natürlich. Es ist halt immer die Lage, also es entsteht ja kein Vakuum, wenn das weggeht. Also tatsächlich auch mal eine These. Menschen sind einfach Gruppentiere oder sind einfach Wesen, die in Gemeinschaften leben wollen. Und Menschen sind religiöse Wesen. Und wenn du halt den einen Gott wegnimmst, dann ist es genauso wie mit den Israeliten, die Moses dann dabei erwischt hat, dass sie ein goldenes Kalb angebetet haben. Der Mensch sucht einfach nach irgendwas, was ihm Sinn in diesem Leben gibt. Und wenn du halt, und natürlich auch eine Gruppe von Menschen, die genauso denken, handeln und fühlen wie er. Und wenn du halt die Nation zerstörst, dann werden sich natürlich an die Stelle der Nation irgendwelche Ersatzgemeinschaften setzen. Ob das jetzt Fußballmannschaften sind, ob das esoterische Gruppen sind, zum Teil auch politische Parteien, politische Weltanschauungsgemeinschaften oder eben jetzt die Volksgemeinschaft gegen Corona und gegen rechts. Und genauso, wenn du den Menschen halt das Übernatürliche wegnimmst in der angestammten Form, in unserer Form des Christentums, dann wird das natürlich nicht dazu führen, dass jetzt, wie sich das die Atheisten, also die politischen Atheisten vorstellen, dass jetzt plötzlich alle rationale Wesen werden, die jetzt, nur noch Rick and Morty schauen, sondern und das sieht man ja selbst. Oh mein Gott, oh mein Science sagen? Ja, das ist ja, das sieht man ja selbst in diesem sogenannten New Atheism, also neuen Atheismus, dass dann plötzlich diese Four Horsemen of Atheism, of New Atheism, also unter anderem Christopher Hitchens oder Richard Dawkins, die Gesichter tauchen überall auf der Propaganda von diesen Leuten auf. Die werden mit einem Schein im Hintergrund dargestellt, also wie fast mit einem Heiligenschein und so weiter. Die werden dann selbst zu Göttern sozusagen erhoben oder zumindest zu Heiligen einer anderen Religion. Und es ist ja klar so. Also ich meine, die
das spielt vielleicht auch rein in diese Rolle mit Corona so ein bisschen. Also dass man vor, also bis 2019 sozusagen, immer kam mit dem Argument, wir sind doch nur Menschen. Und das seit den 70er Jahren eigentlich durchgängig. Wir sind nur Menschen, es gibt keine Nationen, es gibt keine Rassen, es gibt keine Kulturen, es gibt keine Religionen, die irgendwie relevant wären. Das sind alles nur Hirngespinste, das sind alles nur Ausdrücke von Klasseninteressen oder von psychologischen Störungen oder von Unterdrückungsmechanismen gegen Menschen, die anders aussehen oder die ärmer sind oder die woanders sind. Und dann auch zur Flüchtlingskrise, Mensch ist Mensch, meine Nationalität ist Mensch. Was wollt ihr denn, dass hier diese fremden Leute reinkommen? Ist doch scheißegal. Und das ging dann weiter bis 2019. Da konnte man auch wirklich noch als Rechter sagen, ja, die westliche Gesellschaft ist nur Konsum und Individualismus. Aber dann 2020 bietet es sich plötzlich an, jetzt doch wieder eine kollektive Identität zu stiften, nämlich du trägst die Maske. Das ist schon mal ein riesiges, sag ich mal, auch physisches Erkennungssymbol. Das ist wie im Mittelalter, dass bestimmte Zünfte oder auch bestimmte Nationalitäten bestimmte Kleidung getragen haben. Also oder halt, ja, also eher zeitgeschichtliche Beispiele, die in diese Richtung gehen. Also es ist, wobei klar, man natürlich da sagen muss, es ist nicht mal, ja, doch, es ist schon so, das ist schon ein Zwang, ja. Also es ist das zeitgeschichtliche Beispiel ist in dem Sinne schon interessanter, weil du wirst ja dazu gezwungen, du musst die tragen, sonst kriegst du eine Strafe. Ja? Eben. Andererseits wird es dann gleichzeitig eben so aufgefasst, dass man es irgendwie gerne und freiwillig und sonst was trägt, ja? Also so eine Art vorauseilender Gehorsam tritt dann auch oft ein. Ja, das sind halt dann die 110% Überzeugung. Ich meine, das wird bestimmt schon mal jeder, der hier zuhört, und auch wir beide wahrscheinlich selber, also ich meine, du bist ja, du ziehst dich ja zurück aus den Städten und so weiter. Ich habe ja immer noch das Privileg. Ja, ich meine, was jetzt ist ja, je weiter die Zeit sozusagen voranschreitet, desto weniger Sinn macht es natürlich auch, sich da aufzuhalten, ne? Weil selbst wenn jetzt irgendwas von Interesse in den Städten wäre, sage ich mal, würde man da ja nicht mal teilnehmen dürfen als Impffreier zum Beispiel. Also ich habe immer mal wieder das Privileg, das großstädtische Leben genießen zu dürfen. Und da saß ich halt mal im öffentlichen Personennahverkehr und ich sitze völlig alleine. Und das war nicht das einzige Mal, dass es passiert ist. Ich sitze völlig alleine zu einer Zeit, wo eigentlich niemand auch in der Bahn sitzt. Es steigt eine Station, bevor ich aussteigen will, ein älteres Ehepaar rein. Es sitzt sonst niemand in diesem Abteil. Das ältere Ehepaar setzt sich, also ich glaube, 5 bis 10 Meter von mir entfernt hin. Also auch Abstände, wo man eigentlich jetzt auch nach der, keine Ahnung, Aerosol-Theorie jetzt nicht gerade groß betroffen ist davon. Diese Leute waren zu 100% mindestens doppelt geimpft. Und dann, also hatte ich die Maske eben mal nicht auf, weil ich mir dachte so, ich bin jetzt der Einzige am Teil und ich fahre nur eine Station. Und dann kommt ein wüster Schwall an Beleidigungen. Ein wüster Schwall an Anschuldigungen. Und eigentlich am Ende wurde noch der Wunsch geäußert, dass ich doch bitte mit Triage und so weiter auf der Intensivstation liegen bleibe und dann am besten noch an Corona verrecke. Das ist auch das Beste, dass die Leute teilweise einem das wünschen, ja. Eine Lektion zu erteilen, ja? Dass ich sozusagen den Frevel begangen hätte, ja? Die Häresie, diese Maske für diese 2 Minuten nicht aufzusetzen. Das ist ja dann nicht mehr so. Das ist völlig enthoben von jeder medizinischen Diskussion. Weil es wirklich für diese Leute ein religiöses Bekenntnis ist. Das ist genauso wie wenn du, ja, wie gesagt, zeitgeschichtliche Beispiele gibt es ja genug. Es gab ja im 20. Jahrhundert ein paar totalitäre Staaten, wo es eben gewisse Vorgaben gab, wie man, sag ich mal, auch ritualistisch zum Regime seine Zugehörigkeit bekennen musste oder sollte. Ja, durchaus. Aber das mit der Maske ist schon interessant, dass halt viele Leute auch, ja, so, die können nicht ertragen, dass es Leute gibt, die sich nicht impfen lassen wollen, zum Beispiel, und die nicht dieses ganze Ding mittragen wollen. Was halt auch, wie du sagst, so medizinisch relativ sinnbefreit ist. So, die wollen quasi, dass die Leute auf die Intensivstation kommen, obwohl ja eigentlich das Narrativ aktuell ist, dass die Intensivstation entlastet sein muss, sozusagen. Weil sie nicht darauf klarkommen, dass es eben Leute gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. Aber das ist ja auch der Punkt, weil wovor haben die Angst?
Nach der Logik ist es doch eigentlich so, dass sie von der Impfung geschützt werden. Was ja, insofern wären sie ja dann nicht mal betroffen. Außer sie gehen halt wirklich davon aus, okay, du klaust ein Intensivbett. Aber warum wünschen sie dann, dass man eben das besetzt, ja? Abgesehen davon kommen sie ja eben auch nicht darauf klar, dass man die vermeintliche Gefahr von Corona sozusagen nicht ernst nimmt, ja? Weiß auch nicht, aber das ist ja das nächste Thema, ja? Wenn man jetzt sagt, okay, in keinster Weise gehöre ich einer Risikogruppe an, ja. Bin weder übergewichtig, noch habe ich Vorerkrankungen, noch bin ich irgendwie, auch nur über 30, ja. Was soll mir schon passieren, so ungefähr? Ja, gut, das Argument ist dann immer so, also das ist ja wirklich so, dass dass ältere, vor allem ältere Frauen so, also ab 60, sich im Moment so fühlen, als wären sie so die Politkommissarin der BRD und einen da auch immer darauf hinweisen. Das Argument ist ja dann, ja, aber willst du nicht uns schützen? Wir sind doch alt oder sonst was. Wir sind doch Risikogruppe, wo ich dann immer sagen muss, also ihr seid wortwörtlich diese 68er-Generation oder diese kurz nach 68er-Generation. Ihr habt das Land so hart in die Scheiße geritten und ihr habt noch 2015 und danach erzählt, es gäbe doch gar kein Kollektiv. Wir sind doch alles nur Menschen. Und jetzt wollte ich mir ankommen von wegen, also Leute, die sozusagen vorher mir den Tod gewünscht haben, sind dann so, ja, warum achtest du nicht auf meine Gesundheit, indem du dir die Spritze gibst? Ja, natürlich achte ich auf eure Gesundheit so. Also entweder gibt's ein deutsches Volk. Da muss Alfred wieder zensieren jetzt wahrscheinlich. Also entweder gibt's ein deutsches Volk, aber dann müssen wir auch im Interesse dieses deutschen Volkes handeln und dann machen wir nicht eure Politik. Oder es gibt kein deutsches Volk, es gibt nur Individuen und dann mache ich mir eben als Existenzialist meinen eigenen Sinn im Leben und dann ist mir eure Gesundheit sowas von scheißegal. Und dazu kommt, das ist das Nächste, die Gesundheit. Es ist ja jeder, zumindest mal bis zu einem gewissen Grad, für seine Gesundheit auch selbst verantwortlich. Das ist ja das, was ich auch immer sage. Die Leute so, ja, lass dich doch impfen für mich so ungefähr. Ja, erstens mal, wie gesagt, lass du dich doch impfen, wenn du Angst hast. Und zweitens mal, ich schaue doch auf andere Art und Weise, dass mein Immunsystem zum Beispiel funktioniert und so weiter. Das ist ja wiederum das Problem. Das war ja auch, als Tilo Chrupalla gesagt hat, im Interview mit einer ARD-Journalistin, wir vertreten ein freiheitliches Menschenbild. Wir sind dafür, dass jeder für seine Gesundheit selbst verantwortlich ist. Deshalb kein Impfzwang. Und da hat sie wiederum gesagt, ja, es gruselt mich davor. Das ist wieder das Problem, dass die Leute eben sagen, nein, ich bin nicht für mein eigenes Handeln verantwortlich. Der Staat muss darauf aufpassen. Und der Staat muss, weil ich mich nicht selber darum kümmern kann, das bei allen durchsetzen. Das finde ich auch wieder so eine perverse Vorstellung. Ja, warum? Also man könnte ja sagen, irgendwie man selbst gehört dem Staat sozusagen, wie das sicherlich auch vergangene Regime gemacht haben, was dann aber natürlich auch den Bürger selbst in die Pflicht genommen hat. Wenn ich mir so überlege, es gab zum Beispiel, nicht, dass es jetzt gut wäre, aber es gab zum Beispiel im Dritten Reich, ja, jetzt wirst du gleich wieder das Dritte Reich hassen, zu Recht natürlich, Anti-Rauch-Kampagnen, ja. Aber deswegen wurden ja Zigaretten zum Beispiel nicht einfach verboten, was man ja auch hätte theoretisch machen können, was dann ja die absolute staatliche Maßnahme sozusagen gewesen wäre, wenn man das hätte in den Griff kriegen wollen, zum Beispiel. Ja. Aber ist mir jetzt gerade nur so eingefallen. Was wollte ich noch sagen? Und das ist auch so dieses Narrativ, was ja immer gegenübergestellt wird. Freiheit und Sicherheit. Und mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass die Freiheit in rechten Kreisen nicht überall, gibt natürlich so immer die Ausnahmen, aber eben höher gewertet wird als diese Sicherheit, die ja tatsächlich irgendwie manchmal und meistens auch eine vermeintliche Sicherheit nur ist. Ja? Dass man halt wirklich bereit ist, sozusagen alles aufzugeben für seine Sicherheit, weil man so sehr am Leben sich klammern will, wobei das Leben sowieso teilweise auch so inhaltsleer ist und genauso wie ich ja sage, es ist eigentlich, jetzt muss ich aufpassen auf die Wortwahl, ja, aber es ist halt sozusagen eine Tyrannei, nicht der Ungeimpften, wie es oftmals dargestellt wird, sondern eigentlich ist es so eine Tyrannei der, ja, wie soll ich sagen, der Älteren sozusagen im Endeffekt, ja. Also witzigerweise da, wo die Klimaleute so dieses Narrativ pushen, die Alten hätten unsere Ding so, die sind so dafür verantwortlich, dass alles so schlimm ist und so, ist es ja jetzt tatsächlich auch ähnlich. Wie du sagst, ja, willst du nicht meine Gesundheit schützen? Man wird verantwortlich gemacht für die Gesundheit von den alten Generationen und so. Und was man ja dafür teilweise in Kauf nimmt, man kennt ja die Zahlen, irgendwie halt steigende Übergewichtlichkeitsraten, die Kinderpsychiatrien und so weiter, die jetzt auch
viel mehr Andrang sozusagen haben und alles Mögliche. Also man opfert sozusagen seine junge Generation ein Stück weit, um irgendwie das, die alte Generation noch ein bisschen länger am Leben zu erhalten. Ja. Ja. Also das ist auch schon interessant. Was ich noch sagen wollte vorhin, Stichwort Religion und so weiter. Der Golden One hat es tatsächlich mal so erklärt, warum ist Schweden so, wie es ist, ja? Die haben ja keine böse Nazi-Vergangenheit, in Anführungszeichen, oder weiß nicht, wie es mit der Kolonialvergangenheit ist, ist auch nicht so immens, ja? Ja, die hatten, glaube ich, irgendwie für 50 Jahre mal einen Außenposten in der Nähe von New York und hatten, glaube ich, mal eine Kolonie in Westafrika. Also natürlich kann man da irgendwas konstruieren, aber ich meine, selbst bei den Finnen wird ja konstruiert, dass die Frauen in Finnland Flachs gesponnen hätten, was dann für Segel von Sklavenschiffen benutzt worden wäre. Also es ist eigentlich lächerlich. Schweden ist seit 1721 keine bedeutende Macht mehr auf der Welt gewesen. Ja. Jedenfalls der Punkt ist, was er gesagt hat, die Schweden waren irgendwie immer ein sehr religiöses Volk. Und dadurch, dass quasi die Religion eben zurückgetreten ist, hat man so diese neue Religion sozusagen angenommen. Ja. Das könnte man wirklich so sehen, ja, man könnte das natürlich auch so sagen, also die hatten ja auch so eine eigene Form des Nationalsozialismus in Schweden, die aber von links kam. Also das ist ganz interessant so, also ein paar Jahre bevor Hitler in Deutschland in die Macht kommt, kommen die Sozialdemokraten in Schweden an die Macht und die implementieren das Folkhem-System, was letztlich dafür gesorgt hat, dass diese eigentlich eher recht armen, also... Okay, du warst gerade kurz weg. Dass die recht armen, ja. Diese recht armen skandinavischen Bevölkerung plötzlich völlig abgesichert waren. Also die hatten einen der besten Sozialstaaten der Welt. Die hatten so eine Art, wie gesagt, Nationalsozialismus, aber nicht totalitär. Das letzte war, du bist Schwede. Und aus völkischer, aus christlicher und aus sozialistischer Sicht hast du sozusagen deshalb ein Anrecht, an diesem großen Sozialstaat teilzunehmen. Also vielleicht liegt es daran, dass sozusagen diese Sozialdemokratisierung, diese Einführung des Sozialstaats dafür gesorgt hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass die einfach der letzte Krieg, der Skandinavien wirklich betroffen hat, war in gewisser Weise der Winterkrieg beziehungsweise der Fortsetzungskrieg, aber das hat ja eher die Finnen betroffen und die Finnland-Schweden. Und davor ist der letzte Krieg, an dem Skandinavien wirklich noch aktiv teilgenommen hat, die napoleonischen Kriege gewesen. Und danach gab es einfach nichts, was die irgendwie groß bedroht hätte existenziell. Vielleicht liegt's daran. Aber auf jeden Fall, ja, das ist, ja, also das, die haben zwar eine protestantische Staatskirche, die ist auch sehr traditionsreich. Das ist die einzige Kirche, protestantische Kirche in Europa, wo sozusagen ein katholischer Bischof übergetreten ist zum Protestantismus und deshalb die apostolische sozusagen Reihe gewahrt wurde. Aber die sind völlig, also säkularisiert, was das Christentum angeht, haben ja auch eine der höchsten Anteile an Atheisten an der Staatsbevölkerung. Und da hat sich natürlich dieses Weltrettungsnarrativ, was natürlich auch immer ganz gut passt bei Germanen, sage ich mal, es ist ja sozusagen dieser faustische Drang, irgendwie die ganze Welt zu retten, der einfach uns inhärent liegt, hat sich dann einfach als Ersatzreligion sehr gut angeboten. Muss nur mal kurz die Welt retten. Ich meine, ja, die Schweden sind ja auch nennt sich ja auch selbst eine humanitäre Weltmacht. Also das ist wirklich Staatskredo. Die sind sehr stolz darauf, sozusagen Weltmeister zu sein in manchen Feldern bei der Entwicklungshilfe, in den Spenden an UN-Organisationen und so weiter und natürlich bei der Aufnahme von Ausländern vom Balkan und aus Somalia und von sonst woher. Also sie sind sehr stolz darauf, dort immer Nummer eins zu sein. Ja, was gut, höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal, aber gut, in Deutschland ist das Staatskredo natürlich ein anderes. Ich nenne es jetzt nicht, aber ihr wisst alle, was es ist, ja? Was ja dann im Endeffekt aber so ein ähnliches Outcome sozusagen produziert, ja? Was ich ganz interessant fand, ich habe mal die Memoiren gelesen von einem Schriftsteller, ich weiß nicht, ob man den auf YouTube so nennen kann, weil alle Videos, die seinen Namen oder so im Dings tragen, gesperrt werden. Martin S. Nicht Martin S., das ist jemand, der ein Schriftsteller, der konservativen Revolution zugeordnet wird, der relativ bekannte Bücher über Anthropologie geschrieben hat, der eine Norwegerin geheiratet hat und auch als in gewisser Weise so konstruiert wurde in der Zeitgeschichtsforschung, dass er ein Vordenker eines gewissen Regimes war, der aber nie in diesem Regime irgendeine leitende Stelle oder so eingenommen hat und auch in seinen Memoiren sehr viel
aus einer sehr rechten Sicht trotzdem sehr viel Schlechtes über den Nationalsozialismus schreibt. Und der hat auch gesagt, also damals, in den 20er Jahren oder so, der ist eben, weil seine Frau Norwegerin war und weil er sehr begeistert war von den skandinavischen Ländern und von den Skandinaviern, hat er sehr viel Zeit in Stockholm verbracht und in Norwegen. Und der hat gesagt, in den 20er Jahren konnte man noch diesen Geist der Freiheit in Skandinavien spüren. Also der Bauer, der auf seiner Scholle gesessen hat, in Mittelschweden oder so, der hat die Dinge alleine geregelt. Und das war auch das Großartige, was er fand, diese persönliche Autonomie, wie gesagt. Und er hat gesagt, als er danach den Krieg wieder nach Skandinavien gegangen ist, hat er sozusagen gemerkt, wie dieses Massenmenschentum, was er vorher nur aus seiner Heimat in Deutschland kannte, also mit ganz stark, eine ganz stark politisierte Gesellschaft, eine Massengesellschaft mit Großstädten, mit riesigen politischen Parteiapparaten, mit Sozialismus, sowohl im parteipolitischen Sinne wie auch von der Mentalität her, dass das auch in Skandinavien Einzug gefunden hätte. Okay, gut, also sind wir wieder mal schuld, ja. Nee, also die Deutschen sind nicht dran schuld, sondern er sieht das als eine, er hat, das ist ganz interessant, er hat den Nationalsozialismus auch eingeordnet in sozusagen eine gesamteuropäische Entwicklung hin zur Massengesellschaft, zur Vermassung, zum Wegfall der Freiheit für das Individuum, zum Wegfall der traditionellen Ordnung. Also es ist ein bisschen ähnlich wie Evola, nur eben nicht so schwurbelig, esoterisch und so weiter. Und das hatte ich vorher nicht erwartet von jemandem, der, wie gesagt, also sehr, sehr weit rechts steht, dessen Bücher heute wirklich verfemt sind. Also wer die Clues gekriegt hat, der weiß vielleicht, über wen ich rede. Ich weiß es tatsächlich nicht, ja. Ich habe jetzt einen Autor nachgeschlagen, wo ich gedacht habe, er könnte es sein, aber ich weiß nicht, ob deine Norwegerin jetzt geheiratet hat. Aber gut, ist ja scheißegal, ja. Also wie gesagt, ein sehr weit rechts stehender Herr, der Bücher über Anthropologie geschrieben hat und sehr begeistert war von Nordeuropa. Ah ja, Moment, ja klar. Also da kann ich mir schon fast. Ich weiß, aber hat der eine Norwegerin geheiratet? Mal schauen schnell. Der hat eine Norwegerin geheiratet, ja. Der war sozusagen von. Ja, weil du gesagt hast, er wäre der konservativen Revolution zuzuordnen. Den, wo ich dann als erstes gedacht hat, war irgendwie eher. Moment. Ist ja auch egal, ich werde jetzt im Hintergrund recherchieren, ja, um dann vielleicht rauszufinden, um wen es sich handelt. Also, wie gesagt, du hast schon gesagt, die Belesenen, also ich nicht, ja, wissen, um wen es geht. Aber ist ja auch vollkommen, was heißt vollkommen, irgendjemand wird es im Chat dann sowieso schreiben, ja. Und dann schreiben, oh, wie dumm kann Sascha sein, der soll mal 1000 Bücher lesen den ganzen Tag. So wird es dastehen. Gut, aber weiß gar nicht, wie wir jetzt auf den Punkt gekommen sind. Jetzt haben wir quasi über die sogenannte Kathedrale, wie es ja auch in unseren Kreisen teilweise genannt wird, gesprochen, ja. Ja, gut, ja, so randläufig. Kathedrale bezeichnet er ja eher diesen politisch-medialen Komplex, der das halt vorantreibt. Ja gut, die Kathedrale passt ja dann auch wieder in dieses Narrativ. Ja, die Leute gehen quasi zum Beten sozusagen dahin. Gehen zum Beten in die Tagesschau. Ja, halt wirklich. Oder halt in den Gottesdienst sozusagen. Aufschrei, als die Tagesschau mal 2 Minuten zu spät gekommen ist, habe ich gesehen auf Instagram. Alter, habe ich nicht gesehen. Ja, du hast ja schon mal gesagt, also Tagesschau-Kommentare auf Instagram sind so der Tiefpunkt der deutschen Gesellschaft. Das ist ja wirklich so der Blick in den Abgrund, ja. Aber irgendjemand hat immer gesagt, man soll nicht in den Abgrund schauen, weil sonst schaut er irgendwann zurück. Das hoffe ich nicht, dass mich irgendwann mein Telefon mit Augen anschaut. Mit realistischen Augen, ja. Würde ich der NWO auf jeden Fall, ja. Wir haben ja neuerdings so viele, also quasi wöchentlich so Horrors Beyond Human Comprehension gefühlt. Ja gut, wir haben ja auch George Floyd Creepypastas jetzt. Wir hatten ja noch ein ganz wichtiges Thema, wo ja auch ganz große Diskussionen ausgebrochen sind, nämlich Ausländers in der AfD. Also ich dachte, du meinst das Haus Anubis auf Netflix? Das ist auch wichtig. Ist auch, natürlich. So für alle, die
alle, die eher noch in den späten 90ern, in den frühen 2000ern geboren sind, war das ja mal so der heiße Shit, habe ich gehört. Ich habe mir die Serie auch mal angesehen. Du hast es gehört. Ja, der Punkt ist, wir haben ja auch schon das ein oder andere Mal, glaube ich, drüber gesprochen, ja. Und insofern ist es auch wieder ein metapolitischer Erfolg der schwarzen Fahne sozusagen. Ich gehe auch mal stark davon aus, dass jetzt die Netflix-Macher unseren Podcast hören. Also anders kann ich mir das nicht erklären, ja. Ja, das, wie gesagt, alle wichtigen Einflussgruppen in Deutschland hören die schwarze Fahne. Also es ist teilweise wirklich so, dass Leute, wo ich das nie gedacht hätte, die hören. Also Leute, die wirklich was zu sagen haben. Ja, und deswegen musst du dich auch mal ein bisschen besser benehmen, ja. Ja, genau. Ah ja, naja, wie auch immer, so Ausländer in der AfD, um Entschuldigung jetzt wieder für die Unernsthaftigkeit, ja, oder auch nicht, aber es ist ja tatsächlich so, zunächst kam das auf mit Till Schneider. Wurde dann bei Mandic, auch bei uns im Telegram-Chat dann geteilt, dass er eine Rede gehalten hat oder einen Vortrag vielmehr gehalten hat. Wie nannt das denn? Also quasi irgendwie so und so viele Thesen für ein AfD-Programm so ungefähr. Und eine These davon war eben, dass man die AfD doch Mehrwerk sozusagen für Ausländer öffnen sollte, die aber, also es war im Endeffekt eine Pro-Civic-Nationalism-Rede, dass man sozusagen mehr gemeinsam hat mit einem Akif Pirinci wie mit einem Sören Malte, ja, sozusagen. Mhm. Man sollte natürlich dazu sagen, es ist nicht der Republikaner-Civic-Nationalism. Was das ist, ist eine sehr komische Ausformung, also von einem rechten Civic-Nationalism, weil in Amerika ist es ja so, also wie die Republikaner oder auch rechtere Demokraten daran gehen, ist we all bleed red, white and blue. Und zwar, weil die amerikanischen Werte kann jeder teilen. Und wer diese amerikanischen Werte teilt, im konservativeren Sinne dann auch ein Christ sein, Anti-Abtreibung, gegen illegale Einwanderung, für freie Marktwirtschaft und so weiter, für ein starkes Amerika, der kann sich dann sozusagen dem amerikanischen Staatsvolk anschließen. Hier ist das so, dass das sozusagen eigentlich rechtes Denken ist, was durch 30-Meter-Ebenen gegangen ist. Also Ausgangspunkt ist, ich bin ein rechter Deutscher, ich bin gegen Einwanderung und ich bin gegen Linke. Und irgendwann trifft man dann irgendwie so 2-3 Ausländer, die einen vielleicht in Ordnung finden, weil man ja stabil ist. Man ist der stabile Deutsche, nicht der Sören Malte. Ja, vor allem, oder weil es halt die Ausländer, wie gesagt, die Akif Pirinci, aber wobei das ja auch immer so wiederkehrende Beispiele sind, sage ich jetzt mal. Also es gibt ja irgendwie so Mandic, Feroz Khan und Akif Pirinci, ja. Dann vielleicht noch irgendwie so ein... Das muss man ja auch immer dazu sagen. Es sind wirklich nicht mehr als 5 Stück. Man kann die wirklich an einer Hand abzählen, die, also Bekannten... Die Bekannten zumindest. Mag jetzt sein, dass es da auch Akte auf der Aktivistenebene sozusagen noch mehr gibt, aber ja. Ja gut, dann hätte man die ja irgendwo schon mal gesehen. Also ich meine, die rechte Szene in Deutschland, also wir reden hier ja nicht über die Rechte oder die NPD, obwohl es ja selbst dort ist, dass dort Ukrainer rumspringen oder Halbpolen oder Italiener oder Portugiesen oder sowas, die dann auch in dieser Skinhead- oder nationaler Widerstandblase ja trotzdem irgendwie akzeptiert werden. Also sie werden nicht direkt totgeschlagen so dort, sondern wir reden über diese rechte Szene, die irgendwo zwischen Schnellroda, der AfD, der IB, uns, Pegida, Freie Sachsen, so, also dieses neue Feld von Sachen, die so im Wesentlichen sich ab 2010, 11, 12, 13 so etabliert haben. Ja, na klar. Und da ist ja so, es gibt für die keine institutionellen Hürden. Also niemand sagt zu Dubravko Mandic zum Beispiel, ey, schalt mal deinen Kanal ab, du bist Ausländer. Du darfst nicht auf unserem Spielplatz sein. Du darfst nicht bei uns mitspielen. Sondern alle sagen, toll. Ich weiß, dass zum Beispiel bei der JN mal ein Schwarzer abgelehnt wurde, ja. Ja, auf der anderen Seite hatten die Safin Babic. Ja gut, Safin Babic, ja. Das hat ja auch tatsächlich schon innerhalb dieser Szene, sage ich mal, für Krise gesorgt, ja. Was natürlich auch eine interessante Argumentationsgrundlage für später jetzt ist. Also ich habe zum Beispiel mal mir den Verfassungsschutzbericht fürs letzte Jahr durchgelesen, den kann man ja online lesen. Und da habe ich herausgefunden, es gibt einen völkischen Flügel in der NPD. Ja, richtig. Der wurde irgendwie, vor ein paar Jahren gegründet, ja. Ist natürlich, jetzt hat jetzt auch nicht die Revolution für die NPD sozusagen eingeleitet, aber es ist eigentlich schon absurd, wenn du es so ausdrückst, klar, dass sowas überhaupt existieren muss in der Partei, wo man davon ausgeht, dass sie völkisch ist. Genau, also die NPD fährt ja seit knapp 10 Jahren und vor allem seit Frank Francis, der Vorsitzende, ist so eine Art Modernisierungskurs, wo die plötzlich sagen,
ja, mit Homosexuellen haben wir kein Problem mehr eigentlich. Ausländer können uns eigentlich auch beitreten, solange die halt national sind. So, also quasi das Gleiche wie in der AfD, nur ein Stück weiter rechts. Obwohl man das dort, also das wird natürlich durch diese Skinhead, so Assi-Neonazi-Image von der NPD immer überschattet, aber diese Prozesse gibt es durchaus auch da. Ja, also jetzt auch mal auf den richtigen Punkt zurückzukommen. Also es gibt für diese Leute keine institutionellen Hürden. Also es wäre, glaube ich, jeder wäre begeistert, wenn jetzt jemand kommen würde. Also wenn noch 10 Feroskan kommen würden, die guten Content machen würden, dann würde niemand sagen, ach mein Gott, jetzt sind hier 10 Pakistanis aufgetaucht. So, die machen jetzt Videos gegen Corona, gegen Merkel und für die AfD und für begrenzte Einwanderung. Da würde ja niemand sagen so, oh mein Gott, meine Welt bricht zusammen. So, jetzt muss entweder der aus dem Nationallager gehen. Hyperion ist auch noch ein Beispiel übrigens, wobei der ja tatsächlich auch teilweise, der ist ja so in die libertäre Ecke fast mehr, ist ja mehr so wirklich ein Zweckbündnis. Kann mich daran erinnern, dass er zum Beispiel mal gegen die Wehrpflicht argumentiert hat und meinte, dass das eben unmoralisch sei. Oder zum Beispiel auch ein gutes Beispiel ist ja Schlomo Finkelstein, also vulgäre Analyse. Der ist zwar kein Jude, aber der hat eben, um ein paar Leute aus dieser früheren Hangout-Szene zu triggern, sozusagen, hat er sich ja Schlomo Finkelstein genannt. Und da hat ja niemand die letzten Jahre aus unserem Lager dann gesagt, oh mein Gott, ja, der heißt Schlomo Finkelstein, der ist Jude, jetzt kann ich jetzt seine Videos nicht teilen. Da haben nur irgendwelche Ultra-Hardcore-Kraken sozusagen, die haben das vielleicht gesagt, ja. Aber genauso wie sie halt die AfD nach wie vor kritisiert wird, weil die zu israelfreundlich oder so ist, ja. Genau, ja, aber an sich die normalen Leute haben da nichts gesagt. Und das Problem mit dieser These ist, wie gesagt, diese Leute haben keine institutionellen Hürden. Es steht jedem Ausländer frei, in die AfD einzutreten oder sich sonst wo in diesem Lager zu engagieren. Warum hat es bisher keiner gemacht, bis auf diese 5 Hanseln? Weil bei den Türken, also, oder jetzt auch ein Konfliktartikel ist herausgekommen, wo die genau das diskutiert haben. Genau, der Autor war eher der Meinung. Ja. Also, mit Till Schneider hat es quasi angefangen, dann kam irgendwie so der Konfliktartikel und jetzt als nächstes, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es noch nicht passiert, soll so ein Twitter-Space geführt werden mit so 3 Leuten, ja. Ja, mit Thomas Fröhlich, Marvin T. Neumann und einem Herrn von der, wie hieß er nochmal, Möller oder so, also von der AfD Thüringen. Genau, also das ist so das Nächste, was jetzt kommt. Also wird anscheinend jetzt richtig hochgekocht, ja. Auf jeden Fall, also der Autor dieses Konfliktartikels war eher der Meinung, man sollte sich mehr an Ausländer wenden. Nur, also wundert mich jetzt nicht. Die AfD ist ja schon eine Partei, die vielleicht, also ich hatte das jetzt auch mal besprochen mit ein paar Bekannten und Freunden. Das Programm ist eigentlich super toll. Also weil überall eigentlich Sachen angedeutet sind, die super gut wären und die auch in unsere Richtung gehen, mehr als man das vielleicht erwarten würde. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr, sehr gemäßigte Partei. Und trotzdem findet man bei den Wahlergebnissen, unter 5% der Polen würden AfD wählen. In etwa 0%, also zwischen 0 und 1% der Türken in Deutschland, wählen die AfD. Bei den Arabern sieht es ähnlich aus. Bei den Juden sieht es ähnlich aus, also bei den israelischen Zuwanderern. Bei den Russen sind es vielleicht so an die 10%, also ein bisschen höher. Bei den Rumänen ist es auch ein bisschen höher, 7-8%. Bei den Italienern sind es auch so 6% oder so, also knapp über der 5%-Hürde. Das heißt, selbst bei europäischen Einwanderern, wo man denken würde, ach, die kommen ja aus Ländern, wo die gegen Muslime demonstrieren, wo die gegen Muslime Zäune bauen, wo die riesige nationalistische Märsche haben und so weiter. Selbst da ist es so, die wählen die rechtspopulistische Partei nicht. Und das liegt einfach daran, da muss man einfach mal clear-pilled sein, um es auf Neudeutsch zu sagen. Diese Leute sind natürlich in ihren Heimatländern die krassesten Nationalisten, die größten Konservativen, sogar sehr große Rassisten zum Teil. Aber natürlich sind sie es nicht für uns Deutsche. Im Sinne von, natürlich setzen die sich in der Türkei für Erdogan ein, weil das ihnen als Türken nützt. Natürlich werden die in Italien auch Berlusconi wählen oder vielleicht die Lega oder irgendeine andere rechte Partei. Natürlich werden die in Polen die PiS wählen und in Russland vielleicht Putin oder einen Kandidaten, der rechts davon steht. Aber natürlich sind das dann keine deutschen Nationalisten, weil die sehen, die AfD ist am ehesten die Partei, die mein Onkel, der vielleicht illegal hier ist oder der vielleicht irgendwelche
halb illegalen Geschäfte macht, vielleicht mal irgendwo bei seinem Restaurant oder so den Staat noch ein bisschen Steuergeld beschissen hat, die sind die Ersten, die da den Rechtsstaat durchsetzen will. Die sind die Ersten, die im nationalen Interesse der Deutschen von uns diese Leute wieder nach Hause schicken würden. Die sind die Ersten, die unsere Moscheen zu machen oder die meinen islamischen Kulturverein verbieten oder meinen türkischen Kulturverein verbieten, weil es eine Frontorganisation für den türkischen Geheimdienst ist und so weiter und so fort. Oder bei den Polen, ganz klar das Interesse so, natürlich sind wir polnische Nationalisten, aber polnischer Nationalismus, hatten wir ja schon letzte Folge, heißt man es antideutsch. Bei den Polen und den Tschechen kommt dann noch dazu, die fürchten, dass wenn der deutsche Nationalismus stark wird, vielleicht auch ist das eine berechtigte Furcht, natürlich deutsche Ansprüche wieder geltend werden. Dass also die Polen mal Entschädigung zahlen sollen für das Land, was sie in Eigenheim haben, dass die Tschechen mal Entschädigung zahlen sollen. Witzig, ich weiß jetzt nicht. Witzig wäre natürlich, wie die Zahlen, die du jetzt genannt hast, dass vielleicht 5% der Polen oder so. Weiß gar nicht, woher hast du die Zahlen überhaupt, ja? Von dem Konfliktartikel. Ah ja. Und dass diese Zahlen jetzt bestimmt in die Höhe schießen, nachdem man so viel für Polen gesimt hat, sozusagen seitens der AfD, ja. Spoiler, es wird wahrscheinlich nicht passieren. Also genau, es wird nicht passieren, weil diese Dynamiken unter Ausländern völlig andere sind. Wenn man als Deutscher rechts ist, dann hat man eigentlich nur die Wahl zu sagen, ich bin der super duper extra toll Patriot, Nationalist, noch irgendwas Rechteres, die AfD ist mir zu gemäßigt, also gehe ich entweder in irgendeine scheiß unbedeutende Splitterpartei, oder ich reg mich im Internet darüber auf, dass die AfD viel zu weich ist und mache genau gar nichts. Bei den Ausländern, bei den konservativen Ausländern ist es so, was die wollen, ist eigentlich eine Art CDU. Die wollen also keine Partei, die sich für deutsche Interessen einsetzt, aber die wollen eine Art Partei, die trotzdem so die Werte, die sie auch in ihrer Heimat vertreten, trotzdem irgendwie präsent sind. Die wollen quasi, dass ihr Kind in der Schule nicht die Propaganda sozusagen, die Globo-Homo-Propaganda schlucken muss, ja, aber sie wollen genau. Halt trotzdem im Land sein. Kann ich daran erinnern, auch wieder dieser Abul Bara, sehr interessant, hat irgendwie gesagt, ja, da haben sie die Kinder in Birmingham, ja, ich empfehle einem Muslim, nach Birmingham oder so zu gehen, weil es quasi schon in islamischer Hand ist, ja. Und also, da gab es wohl in der Schule halt so das Ding, ja, jetzt wird hier das gelehrt, was bei uns halt auch so gelehrt wird, so Mann und Mann und was auch immer. Und die meinten dann so, ja, wir schicken die Kinder einfach nicht in die Schule. Problem gelöst, sozusagen. Ja, genau. Also was die klar, dagegen sind die auch, aber das... Was die nicht wollen, ist eben, wie du sagst, die wollen keine kommunistische Propaganda, außer vielleicht die PKK-Kurden, aber das sind dann eher linke Ausländer, die wählen dann eher SPD oder die wählen die Grünen oder die wählen die Linkspartei. Aber die konservativen Ausländer wollen keine kommunistische Propaganda, die wollen, dass die Wirtschaft gut läuft und die wollen, dass dieses ganze Gender- und Schwulenzeug eben nicht sie direkt berührt. Dafür steht im Wesentlichen die CDU ein. Auch wenn die CDU jetzt mehr und mehr nach links gerät. Aber die würden, also das, was die Ausländer eigentlich am liebsten wollen, ist sowas wie, also die konservativen Ausländer, nicht die Linken, aber die konservativen Ausländer wollen am liebsten so eine Art Armin Laschet. Ja, das ist ein konservativer, katholischer Rheinländer, der aber ganz klar in jeder seiner Reden betont, Deutschland muss akzeptieren, hat er immer wieder vom Wahlkampf gesagt, als es noch darum ging, CDU-Vorsitzender zu werden, Deutschland muss akzeptieren, dass wir jetzt eine Republik haben, in der türkische, italienische, arabische Menschen leben und wir müssen die Republik nach dieser Vielfalt gestalten. Währenddessen übertreibt es aber nicht mit diesem ganzen, sag ich mal, kulturmarxistischen Zeug, nicht mit diesem ganzen linken Zeug. Und das ist eigentlich das, was Konservative, auch in ihren Heimatländern, nationalistische Ausländer hier wollen. Dass der Staat stabil ist, dass die Wirtschaft gut läuft, die gut Geschäfte machen können und dass sie eben mit diesem ganzen linken, hochtrans Feminismuszeug nicht überbordend belästigt werden. Aber die setzen sich eben nicht ein und die wählen auch nicht eine Partei, die vom Grundgedanken her, und es ist die AfD, auch wenn es programmatisch teilweise anders aussieht, eine nationalistische Partei für deutsche Interessen und deshalb im letzten Sinne auch für das deutsche Volk als ethnische Einheit sind. Ist. Da möchte ich noch einwerfen. Da haben wir jetzt ja noch gar nicht über den Islam quasi gesprochen in den ganzen Zusammenhängen, weil der Islam natürlich auch so ein Punkt ist. Das ist, die Leute sind ja nicht mal, weil das, was, okay, ich fange so an. Das, was Till Schneider gesagt hat, war ja letztendlich,
wenn die Ausländer bereit sind, ihre Identität aufzugeben und stattdessen die deutsche Identität anzunehmen, sind sie bei uns willkommen. Was ja jetzt schon eigentlich schon AfD-Leitlinie ist, verstehe ich also nicht, warum er diesen Punkt macht. Zum einen und zum anderen, die sind ja nicht mal dazu bereit, das aufzugeben. Zum Beispiel eben der Islam. Wieso sollten die den Islam denn so in großer Zahl vor allem eben aufgeben? Man sieht nicht mal den einen oder anderen Konvertiten geben. Nee, nicht nur das. Das ist es ja nicht nur. Aber selbst bei den, sage ich mal, säkularisierten Ausländern. Ja, ist es ja wenn, so, wenn sie das aufgeben, dann nur zugunsten dieses aktuellen Liberalismus sozusagen, ja? Weil sie halt dann selber in die Shisha-Bar gehen und feiern gehen und was auch immer machen. Nicht nur das. Jedes Mal, wenn so ein, weil das kommt ja vor allem von Ausländern. Also, das ist wirklich was, man kann wirklich da Wetten eingehen. Jedes Mal, wenn das nächste Mal kommt, die AfD müsste sich für Ausländer öffnen, dann ist es entweder ein völlig abgewrackter AfD-Politiker aus dem Westen, ein Neurechter mit Gehirnschaden, oder, und das ist das Wahrscheinlichste, es ist ein Ausländer, der es sagt. Und diese Leute sagen das eigentlich nur, damit die eine Extrabehandlung in der Partei kriegen können. Weil die Chancen stehen ihnen ja schon alle offen. Also wenn jetzt, also Ausländer können seit 2013 in die AfD eintreten. Es wäre illegal, die nicht aufzunehmen, nur weil die Ausländer sind. Die können jederzeit in die AfD eintreten. Aber wenn die da sagen, ist es meistens, ihr müsst für mich Sonderrechte herausarbeiten. Ihr müsst, genauso wie mit den Gruppen, wir haben das ja schon mal besprochen in Bezug auf die Juden in der AfD, auf die Schwulen in der AfD und so weiter. Das sind ja zwei institutionalisierte Gruppen, die sozusagen herangegangen sind mit, also wir gehen in die AfD rein und dann plötzlich sagen wir brauchen Sonderrechte für unsere Gruppe. Was sich ja dann bei den Juden in der AfD so ausgewirkt hat, dass sie gesagt haben, die AfD stellt sich gegen Schächtung. Gut, kann man drüber reden, ob das jetzt der wichtigste Punkt ist, ob das überhaupt relevant ist. Aber dann kam es, die Juden in der AfD sagen, Schächtung ist in Ordnung bei uns, aber nicht bei einem Muslim. Und genauso wird es dann da laufen. Die würden dann sagen, diese oder jene Gruppe, zum Beispiel wenn man jetzt die Araber in der AfD gründen würde, die würden sich dann wahrscheinlich sehr stark gegen schwarzafrikanische Einwanderung stellen, weil Araber generell sehr oft Ressentiments gegen Schwarzafrikaner haben oder die als minderwertig sehen. Das ist einfach eine historisch gewachsene Sache. Die waren da oft halt die Kolonialherren in Nordafrika oder auch in Schwarzafrika teilweise. Aber die würden dann sagen, unsere arabische Einwanderung, die darf man nicht begrenzen. Und die würde man dann auch, genauso wie man diese Gruppen dann nicht mehr abschaffen kann, nicht mehr auflösen kann, was ja nicht irgendwie wäre, die Leute aus der Partei zu werfen, sondern einfach auf einen Parteitag zu beschließen, diese Gruppe ist nicht mehr anerkannt als parteiinterne Organisation. Ja, dann bist du ja, quasi der Ausländerfeind, ja. Und wie das dann immer läuft, ist, dass dann sozusagen Gimmickpunkte eingebaut werden, die mit dem eigentlichen Grundgedanken der AfD, nämlich deutsche Interessen zu vertreten, absolut nichts zu tun haben. Die Araber, die Muslime würden dann sagen, wir müssen in unser Wahlprogramm schreiben, dass wir gegen Israel sind, dass wir für die Befreiung von Al-Quds sind, dass wir für Palästina sind, dass wir mit denen solidarisch sind, was überhaupt nicht unser Anliegen ist. Der Israel-Punkt ist ja eigentlich auch wieder relativ interessant. Da kamen ja auch schon die Argumente. Auch bei uns im Telegram-Chat wurde das ja sogar viel diskutiert. Und ja, ich habe sogar Till Schneider angeschrieben, ja, und gefragt, ob wir denn darüber diskutieren wollen. Aber er hat irgendwie das nicht gelesen oder so, keine Ahnung. Und es ist jetzt auch nicht vor 2 Minuten erst geschehen, ja. Aber wie dem auch sei. Einer hat so geschrieben, ja, dieses Israel-Thema, das ist bei Ausländern schon sehr prävalent sozusagen. Die wissen oder die mögen die AfD nicht, weil die für Israel sei, ja. Also was dann aber letztendlich bedeuten würde, dass die für gar keine Partei in der Bundesrepublik sind. Genau, jede Partei, selbst die Linkspartei, hat einen Flügel, der absolut pro Israel ist. Bei den Grünen, die Grünen sind super pro Israel, die CDU ist super pro Israel, bei der SPD gibt's entweder solche, die das Thema gar nicht ansprechen oder die auch pro Israel sind. Bei der FDP, die sind auch eine der größten Pro-Israel-Parteien. Die finden die AfD nicht scheiße, weil die pro-Israel ist, weil das ist faktisch jede etablierte deutsche Partei, sondern die finden die AfD scheiße, weil das Nazis sind. Und mit Nazis sind ist gemeint, weil sie sich für deutsche Interessen einsetzen. Und für deutsche weil Interessen, muss man dazu sagen, bedeutet natürlich gegen die Interessen dieser Leute letzten Endes. Nicht zwangsläufig natürlich, also, da doch eigentlich schon aber zwangsläufig. Auf jeden Fall bedeutet es, dass die Prioritäten der Einheimischen über die der Einwanderer gesetzt werden. Und damit sind die schon mal zumindest nur zweitrangig, sag ich mal, im Interessengebiet der AfD integriert. Und das kann man so die ganze Zeit fortspinnen. Also ich meine, man müsste dazu auch sagen, Ausländer sind kein monolithischer Block.
Wenn man eine Gruppe Ausländer anspricht, dann spricht man eine andere nicht mehr an. Wenn man die Russen anspricht, dann kann man nicht die Polen ansprechen. Und wenn man die Polen anspricht, nicht die Russen. Das kommt noch dazu. Der Witz ist, der Witz ist, Kurden, Arabern ist das genauso. Man kann das ewig so weiterbinden, wie du sagst. Letztendlich die Argumentationsgrundlage, auf der dieses wir müssen uns Ausländern öffnen basiert, ist, weil es ein paar basierte Ausländer sozusagen gibt. Das war Till Schneiders Argument. Jeder kennt doch den stabilen Orientalen oder Südeuropäer oder so, ja? Was halt letztendlich anekdotische Evidenz ist und damit unwissenschaftlich. Was du gesagt hast, was war im Konfliktartikel gestanden? Ja, die wählen uns zwar jetzt nicht, aber wir müssen das trotzdem machen oder so. Wenn wir uns trotzdem öffnen würden, dann würden die entdecken, dass sie in Wirklichkeit viel mehr mit uns zu tun haben als mit den Malteseurens, was ich halt auch nicht mehr hören kann. So, Malteseurens. Ja, so wie wenn rechte halt Allmann benutzen. Das ist einfach so ein antideutsches Meme, auf das man dann so aufspringt. Das ist so wie Karen halt so, oder so eine antideutsche, was auch immer Scheiße. Also, bei den autochthonen Deutschen sind, glaube ich, 70% geimpft. Gut, bei den Ausländern sind es nur 50, aber das heißt, die Hälfte der Ausländer haben das trotzdem mitgemacht. Das ist so ein Und die andere Hälfte spricht halt nicht mal Deutsch, so ungefähr, weißt du? Und die wollt ihr auf das Deutschtum begeistern. Auch so, ich meine, es gibt genug Maltesörens unter Ausländern. An jeder Uni wird man in den Dutzenden Türken, Kurden, Araber finden oder auch Südeuropäer, die genauso dem Soyjack entsprechen, wie es der Maltesören tut. Das ist wieder nur so ein Ausleben von antideutschen Ressentiments in Form von, oh, wir können es ja machen, weil die stabilen rechten Deutschen werden uns ja dafür keinen Kontra geben, weil das betrifft ja nur die Linken sozusagen. Und ich meine, man schaut sich das mal an, also zum Beispiel bei den Corona-Demos. Man kann von den deutschen Querdenkern halten, was man will. Ich meine, jetzt ist es eine Massenbewegung geworden, wo auch, also die Mehrzahl von denen besteht aus ganz normalen Leuten. Die Corona-Demos sind seit Anfang an meistens aus Deutschen. Quasi der deutsche Ethnostaat. Da wird man schon überrascht sein, wenn man da mal einen Schwarzen findet oder wenn man einen Türken, einen Araber oder selbst einen südeuropäischen Ausländer findet. Dort laufen Leute aus dem deutschen Mittelstand in der allergrößten Mehrzahl mit. Und so ist es eigentlich bei allen Parteien Sachen, die in unsere Richtung gehen. Also zumindest mal dem Augenschein nach. Klar, es kann natürlich sein, dass da irgendwelche Leute, die was auch immer aus einem anderen europäischen, eventuell germanischen Land oder so kommen, wo man sich direkt erkennt, sei mal so dahingestellt, wird auch nicht die größte Zahl sein, aber so dem Augenschein nach sind es halt meistens Deutsche. Komisch. Ja. Und das ist bei irgendwelchen Parteitagen, was auch immer. Und der Punkt ist... Es ist genauso bei allen Sachen. Das ist genauso bei Pegida, das war genauso bei der IB, das ist genauso in der AfD, bei den Wahlkampfständen und so weiter. Da laufen immer überall engagierte Deutsche oder zumindest andere Europäer, die aussehen wie wir, die man jetzt vom Augenschein meistens nicht erkennen kann, dass das Fremde sind. Also ja, wie gesagt, halt kann ein Niederländer sein, kann jetzt ein Nordfranzose sein oder ein Skandinavier oder so, aber auf jeden Fall der allergrößten Mehrzahl sind das Deutsche. Das Argument, also, das dann gebracht wird, okay, man hat bei den Deutschen das Potenzial ausgeschöpft. Diese These nach, okay, es sind alles Deutsche, die da rumlaufen. Das widerlegt ja jetzt noch nicht, dass wir uns nicht den Ausländern öffnen müssten, rein aus wählerischer Sicht. Ideologisch sei es nochmal eine andere Frage. Wenn man jetzt sagt, okay, uns wählen jetzt 10% der Deutschen, dann müssen doch die 25% Ausländer, die wir in Deutschland haben, da müssen doch quasi auch nochmal so ungefähr 10% abgegriffen werden, übertrieben gesagt. Was natürlich noch absurder ist, ja, wenn schon 10% vom eigenen Volk uns irgendwie nicht wählen, dass dann sozusagen im Verhältnis irgendwie 50% der Ausländer uns dann wählen, ja? Oder halt eben rechts wählen, wie auch immer. Was wollte ich jetzt sagen? Und zwar, wenn man sich jetzt den Ausländern öffnen würde, dann würden ja nicht plötzlich die Hälfte auf den Demos eben nicht mehr Deutsche sein, sondern halt Ausländer sein, vermutlich. Weil, wie würde die Öffnung aussehen? Die ist ja schon da. Das Zweite ist, wir haben ja auch noch so ein Beispiel, das ich bringen möchte. Amerika. Das absolut exakt selbe behauptet in Bezug auf die schwarze Community sozusagen in Amerika, die ja sei ja so konservativ. Man könnte jetzt noch argumentieren, der Vergleich mit Amerika hinkt, weil in Deutschland sind die Ausländer wirklich konservativ, in Amerika sind sie es nicht, ja. Aber was hat's gebracht? Dass Trump nicht der Präsident geworden ist, weil die Schwarzen einen trotz Gips und trotz
Arschlecken und so weiter nicht gewählt haben und die Weißen gesagt haben, ja, Moment mal, der macht ja nichts für uns. Hm. Also die Weißen, in Klammern die Stammwählerschaft, ja. Eben, das ist ein absoluter Fehlschluss. Also diejenigen Ausländer, die meisten auch, sage ich mal, eher speziellen Minderheiten angehören. Also es gibt ein paar Asiaten in den USA, die auch, sage ich mal, diesen Midwest-Geist übernehmen können. Also ich will mein eigenes Gewerbe betreiben, ich bin vielleicht auch Christ, ich will Waffen haben, um mich im Zweifelsfall auf meinem eigenen Stand Your Ground Laws und so weiter sind gut und so weiter. Diese, also es sind sehr kleine Minderheiten. Aber selbst das ist halt eben so eine Minderheit. Natürlich, es gibt auch schwarze Blabla, es gibt auch das, es gibt auch die zwei stabilen Türken und was auch immer. Aber es geht ja immer um die Mehrheit. Diese Leute verschreckt man ja auch dadurch, dass man dann sich eben ganz doll an Ausländer oder in den USA sind es dann Farbige, von Ausländern kann man da ja immer nur sehr schwer sprechen, anbietet und sagt, wir sind eigentlich die wahre Partei der POCs, weil oder der Schwarzen im Besonderen, weil die Demokraten halten ja euch nur auf einer Plantage, was natürlich auch völlig schwachsinnig ist. So. Also die Demokraten, genauso wie die Linksparteien oder auch teilweise die CDU hier in Deutschland, wirken ja im Interesse der Ausländer, weil das Interesse der Ausländer ist, ihre Familien hier zu behalten oder nachzuholen und für ihre Organisation mehr Geld zu kriegen und die Einwanderungs- und Einbürgerungsgesetze halt also lockerer zu machen, damit sie mehr politische Partizipation am Leben hier in Deutschland haben. Das ist der nächste, der Punkt, den du angesprochen hast, ja. Diese Leute, die mehr oder weniger stabilen, wenn man es jetzt so nennen möchte, Ausländer oder Inhalt in Amerika, nicht Weißen, ja, verschreckt man eben, auch ein guter Punkt. Warum finden denn teilweise Ausländer das gut, ja? Weil sie eben sagen, okay, das sind sozusagen keine kriecherischen Deutschen, das kann ich respektieren. Aber warum sollte man denn sozusagen anfangen, vor denen zu kriechen, übertrieben gesagt? Ja. Ja. Und die dann sozusagen Amerika auch noch verschrecken. Amerika beweist ja, man verliert seine eigene Basis, wenn man das tut. Weil viele, viele Weiße in Amerika, oder bei uns wären es dann in dem Fall Deutsche, vor allem Mitteldeutsche, würden dann sagen, wir haben die AfD gewählt, weil sie das nächste dran ist an der nationalen Partei, die explizit unsere Interessen als Deutsche vertritt. Auf der anderen Seite haben die Ausländer noch 4, 5 andere Parteien, die ihre Interessen genauso oder im Zweifelsfall noch besser vertreten würden als die AfD. Und wo sie eben weniger Schwierigkeiten hätten, sogar als Ausländer noch größere Vorteile hätten, auch im Parteiapparat, sich gut zu vernetzen oder auch eine höhere Position einzunehmen. Ich gehe doch als Ausländer nicht freiwillig in die AfD, so außer ich habe halt ein ideologisches Interesse daran, dass es dem deutschen Volk gut geht. So, wenn ich materiellen Interessen nachgehe, dann habe ich da Vorteile bei der SPD, bei den Grünen, bei der Linkspartei, auch teilweise bei der CDU und der FDP. Aber da gehe ich doch nicht zur AfD, so die erleben doch, wie das bei den Deutschen ist, wie die Deutschen so stigmatisiert werden. Deswegen ist es ja so unsinnig, weil die AfD ja jetzt schon sagt, stabile, also plump formuliert, ja, die stabilen Ausländer dürfen ja bleiben, so ungefähr. Ja. Was will man denn noch mehr? Das ist ja exakt die Forderung. Das ist ja das Nächste. Man sollte ja eher das Gegenteil fordern. Was ich auch nicht verstehe, ja. Warum? Also, das ist jetzt nicht eine revolutionäre These zu sagen, die AfD soll nicht alle Ausländer schlecht finden, ja. Das ist ja faktisch. Das tut sie ja nicht. Ich meine, die AfD ist ja letztlich so, ja, wenn ein arabischer Moslem, der aus der tiefsten Wüste kommt, jetzt den Islam aufgibt und dann Schweinefleisch isst und Alkohol trinkt und die AfD wählt, dann ist der super Freund von allen AfD-Boomern. So. Dann darf der auch gerne bleiben. Das ist ja schon die Forderung. Also es gibt, wie gesagt, keine Rückhalte, oder keine nicht keinen Rückhalt, sondern nichts, was Ausländer aufhalten könnte, in die AfD zu gehen, wenn es von einem reinen so, wenn es um institutionelle Hürden geht, sag ich mal. Aber es macht trotzdem so gut wie niemand. Es gibt, wie gesagt, 2 oder 3 Ausländer in der AfD, die irgendwie eine prononcierte Stellung haben. Es gibt vielleicht ein paar hundert oder vielleicht noch 1, 2.000 von 30.000 Mitgliedern, die Ausländer sind. Aber es gibt weder bei den AfD-Partei, also weder bei der Partei selbst, noch bei den Wahlergebnissen, noch beim Vorfeldaktivismus irgendwie jetzt die Ausländer, die sich groß engagieren würden, jetzt sag ich mal zahlenmäßig. Es gibt einige, die wirklich gutes Zeug machen. Es gibt Mandic, es gibt Feroz Khan, es gibt noch 1, 2 andere, die mir jetzt nicht einfallen. Die gibt's, die sollen auch sehr gerne in unserem Lager bleiben. Ich meine, Mandic ist ja hier immer mal wieder Gast bei uns, wir finden seine Sachen super gut.
Aber es gibt, wie gesagt, mit diesem Massenansturm schon bei, also, oder was heißt Massenansturm, überhaupt Großleute, die sich aus diesem Umfeld engagieren würden, die das machen. Und das ist immer die entscheidende Frage. So, das rechte Vorfeld öffnet sich für die soziale Frage, für die ökologische Frage. Das bringt halt nur was, jetzt sag ich mal, wenn man nicht gerade völlig 110% ideologisch davon überzeugt ist, wenn die Konvertiten kommen. Das heißt, wenn jetzt die Kommunisten hereinströmen und wenn jetzt die Ökoaktivisten hereinströmen und jetzt das Rechtsein für sich entdecken. Das passiert nicht. Und bei den Ausländern ist es genauso. Es gibt jetzt schon diese Anbiederungen. Es gab die schon seit Gründung der Partei. Ich meine, unter Lucke war man ja sogar so weit, dass man gesagt hat, wir wollen mit Pegida nichts zu tun haben. Und trotzdem kommen nicht die Ausländer, weil die eben noch politisch denken können, ja. Weil die eben noch... Eigentlich macht meine, die AfD falsch, was man falsch machen kann. Wir hatten das ja sogar in unserem Bekanntenkreis. Wir kennen ja einen türkischstämmigen ehemaligen AfD-Aktivisten, ja. Der in etwa in unserem Alter ist, und der dann bei seiner alevitischen Familie eben, als er rauskam, er war bei der AfD, war dann ganz großes und seine Familie und so weiter, die sind alle... ausgeflippt, die hatten Angst vor dem, weil die dachten, sie werden jetzt nächste Woche abgeschoben. Das ist die Stimmung in den allermeisten ausländischen Gemeinschaften hier in Deutschland. Die AfD gilt als die Abschiebepartei. Obwohl die Leute auch teilweise, wie gesagt, kein Deutsch können. Das kommt noch dazu, das ist ja auch das Lustige. Die AfD gilt eben als die Abschiebepartei und auch rein aus, sag ich mal, parteipolitischem Interesse kann sie das eben nicht aufgeben, weil wenn sie das aufgibt, dann gibt sie ihr Alleinstellungsmerkmal auf und dann 4,9%, juhe. Ja. Und ja. Sie wird auch, wie gesagt, dieses Image nicht los. Genauso wie die NPD ihr Image nie losgeworden ist, die große Skinhead-Partei zu sein, obwohl sie das ja teilweise überhaupt nicht mehr ist. Oder genauso wie die Linkspartei eben ihr Image als kommunistische Partei nicht los wird, auch wenn sie jetzt. Zumindest von sag ich mal, dem Auftreten, was sie teilweise in der Öffentlichkeit abgibt, sich eher als demokratisch-sozialistische oder als fast schon linkssozialdemokratische Partei inszeniert. Was das jetzt interessant ist, wenn es einmal da ist, das wird nicht mehr los. Da du nochmal die NPD angesprochen hast, wir haben ja vorhin Safet Babic erwähnt, wo ich gesagt habe, da kann man nachher nochmal ein Argument draus konstruieren. Lustig ist ja, dass Safet Babic natürlich jetzt nicht den Endsieg für die NPD bedeutet hat, sondern im Gegenteil, soweit ich weiß, in der NPD Sachsen haufenweise die Funktionäre und so weiter zurückgetreten sind. Also da, wo quasi die NPD noch am stärksten war, haben sie Leute vergrault mit diesen Typen. Und in Deutschland, bei der AfD wird es höchstwahrscheinlich nicht zwangsläufig unbedingt anders sein, ja? Im Gegenteil, die AfD macht ja wirklich genau das schlechtest Denkbare eigentlich, was man machen kann. Da kommen wir gleich später nochmal drauf. Eine Sache wollte ich vorher noch ansprechen. Da muss ich jetzt quasi auch nochmal Mandic zitieren, ja. Er hat mal gemeint, die Herr Meuthen arbeitet mit einem Kredit, der nicht gedeckt ist. Man will sich an die Bürgerlichen anbiedern, ja. In der Hoffnung, man würde dadurch mehr Stimmen bekommen, die man sozusagen als Konsens innerhalb des ehemaligen Flügels, sage ich jetzt mal, nicht bekommt. Warum gilt dann aber nicht der Konsens, dass man die von den Ausländern auch nicht bekommt? Das ist ja im Endeffekt das Allerselbe. Genau, ja, es ist ein ungedeckter Kredit. Sondern man macht im Endeffekt irgendwie ganz komische Sachen. Gut, es ist halt ein Gesamt-AfD-Problem sozusagen, wobei das auch ein Landes-AfD-Problem natürlich teilweise ist. Weil wir jetzt, das ist der Punkt mit das Schlechtestmögliche. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die AfD Sachsen nicht für dem ehemaligen Flügel sozusagen durchaus anzurechnen wäre. Ich denke, das kann man so behaupten. Dass Jörg Orban ist da der Vorsitzende, oder wie heißt er? Jörg Urban. Und der war doch, soweit ich weiß, der sächsische Flügelmann, ja? Ja. Und was kann man aktuell beobachten, ja? Du hast vorhin angesprochen, unter Lucke hat man noch sich von Pegida distanziert, ist irgendwie nie so wirklich davon weggekommen. Man distanziert sich jetzt von den Freien Sachsen irgendwie. Und von teilweise auch hier Querdenker, was auch immer, das ganze Zeug, weil man da von irgendeiner Gesundheitsministerin oder so vor ihrem Haus demonstriert hat und das ja so terroristisch ist anscheinend. Also man genau, das ist ja dann das andere Feld. Also halt das. Das ist eben der Punkt, wo man quasi. Warum sollte man anfangen, die absurdesten, komischen Konzepte aufzustellen, anstatt mal anzufangen, sinnvolle Konzepte aufzustellen, die einen wirklich mehr Wähler bringen können? Weil ich denke, es ist Fakt, in diesem Widerstandsmilieu wählen vielleicht 50% die AfD. Das ich meine, heißt, man könnte da wirklich nochmal so 5% von mir aus oder so rausholen, wenn man sich wirklich mehr an diese Nichtwähler, die aber ein widerständisches Milieu sind,
annähern würde. Anstatt genau, versuchen, ist, irgendwie halt die Ausländer Punkt, zu mobilisieren halt, oder die Bürgerlichen oder was auch immer. Genau. Das ist halt der Punkt so. Also, dass die AfD, Politiker sowohl des Flügels als auch des Meutenlagers begreifen oftmals nicht, dass, ja, was wir schon vor, glaube ich, 2 Folgen gesagt haben. Also, dieses Lager hat begrenzte Kapazitäten. Wir haben auch sehr begrenzte Kapazitäten. Wir haben ein bestimmtes Milieu, was wir ansprechen müssen. Und wir sollten auf der einen Seite halt aus taktischen Gründen dieses Milieu natürlich, so weit beackern, wie es geht. Also die AfD-Kernwählerschaft, wir sollten in deren Interesse auch also Politik machen. Wir sollten dort die Propaganda auf diese Leute ausrichten und dann Leute, die eben vielleicht kurz davor sind, AfD zu wählen, wie die Querdenker. Und wir sollten eben dafür auch sorgen, dass diese Leute eben materielle Unterstützung also bekommen aus den Mitteln des Staates. Also eben Klientelpolitik machen, so damit die einen weiterhin wählen, damit die dann auch mehr Geld haben und dann wieder mehr Geld in das Lager, in unser Lager sozusagen heranfließt. Und das ist eben, was die AfD jetzt, also sowohl mit dem Ausländerthema als auch mit anderen Sachen, ich meine, wir haben das ja oft genug besprochen, nicht schafft und was jetzt wirklich also katastrophal ist im Falle von Sachsen. Also die Sachsen haben die AfD gewählt, weil sie die CDU satt haben und sie anstatt der CDU eine explizit national ausgerichtete Partei haben wollen, die mit den Bürgerinitiativen vor Ort, die sozusagen für all diese Themen stehen, die wir ja auch beackern, also gegen Islamisierung, gegen Masseneinwanderung, für die traditionelle Familie, für die traditionelle deutsche Kultur, für ein starkes Deutschland und auch gegen diesen ja in den Medien grassierenden Sachsenhass und so weiter, was natürlich dann eher ein Regionalthema ist, aber dort natürlich in Sachsen natürlich so auch ein großes Thema ist. Dass die AfD das macht und die AfD-Abgeordneten im Sächsischen Landtag machen genau gar nichts. Das ist der Punkt. Und wenn sie was machen, dann machen sie den Mund auf und es kommt nur Driss raus. Also Krupalla, der AfD-Vorsitzende aus Sachsen, der so der Hoffnungsträger war, der ja auch immer noch ein bisschen Hoffnungsträger ist, weil er eben besser ist als Meuthen, kommentiert dann, dass er ja für friedliche Proteste sei, aber dort, dass die dort in, ich glaube, es war ein Greiz oder so, vor dem Haus von der sächsischen Gesundheitsministerin bitte nicht demonstrieren sollen. Weil Grund. So, ich meine, man kann sagen, so, das gehört sich nicht zum guten Ton, aber wir sind an dem Punkt angelangt, wo jeder AfD-Politiker und auch zum Teil Politiker der Mittelparteien wie Kemmerich oder so Anschläge auf Wohnhäuser hatten. Anschläge auf ihre Person. Wo das Zentrum für politische Schönheit hat einen Nachbau des Holocaust-Mahnmals in den Vorgarten von Björn Höcke gestellt. So gut wie, also ich meine, so ein AfD-Politiker wurde mit dem Kantholz in Bremen ins Krankenhaus geschlagen. Also und da dann zu sagen, so, dass die im Ort von der Politikerin mal an dem Haus vorbeilaufen und vielleicht mal sagen, so Kretschmer muss weg oder so, oder diese Regierung muss weg. Das ist jetzt bitte nicht das Ende der Gefühle, so. Das ist völlig legitimer Protest. Und genauso jetzt. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht, weil Krupalla gerade gewählt worden ist mit den Stimmen dieser Protestleute aus Sachsen und sich jetzt für 4 Jahre dort in den Bundestag hinsetzen kann und machen kann, was er will. So, außer er wird jetzt, weiß nicht, umgebracht oder er tritt zurück aus irgendwelchen Gründen, hat er ja das Mandat. Hat dort seine Bezahlung. Genauso beim Sächsischen Landtag, ich glaube 2023 oder 2024 ist dort die nächste Wahl. Und die AfD ruht sich dann einfach auf den Arsch aus, obwohl jetzt gerade sozusagen die größte politische Mobilisierung von rechts ist, die es vielleicht seit den 90er Jahren gegeben hat, auf der Straße ist. Das ist größer als Pegida, das ist größer als die Kampagne gegen den globalen Pakt für Migration. Das ist größer als alles, was man vorher gesehen hat. Das kann nur der AfD helfen, diese Proteste zu unterstützen. Und das, was sich dort in Sachsen abspielt, ist völlig im Rahmen des Normalen. Dort laufen keine Skins mit. Und wenn sie mitlaufen, dann sind sie eben nicht bemerkbar, weil da so viele normale Leute mitlaufen. Auch die Forderungen, die Freien Sachsen aufstellen, man mag sich an 1 oder 2 Personalien ein bisschen reiben, sind völlig normal, sind völlig im Rahmen des Denkbaren und Sagbaren. Die gewinnen ständig Gerichtsprozesse wegen Verleumdung und so weiter, die sie eben an linke Politiker und an linke Medien stellen. Und die bringen Leute auf die Straße, die eigentlich das Kernklientel der AfD sind. Jeder, der dort bei diesen Demos war, hat die AfD gewählt. Und ja, die, mutmaßlich, die es nicht, oder würde und die, es. Und die, die es noch nicht tun, werden es bei der nächsten Wahl tun,
wenn die AfD sich mal normal anstellen würde, wenn die einfach mal begreifen würde, die linken Medien, die linken Parteien, das sind unsere Feinde. Und die Leute, die dort demonstrieren, gegen Impfzwang, gegen Masseneinwanderung und so weiter, das sind unsere Verbündeten. Natürlich kann man sagen, wenn dann mal die Demos gewalttätig werden, wenn dann auf Polizisten geschossen wird und so weiter, wenn dann irgendwo jemand mal den Arm hebt oder sowas. Oder sowas. Der Punkt ist, es wird ja eher umgekehrt passieren und die Polizisten schießen auf die Demonstranten. Genau, oder irgendjemand irgendwelche abstrusen Forderungen aufstellt, die nicht mit der AfD kompatibel sind. Dann kann man natürlich sagen, wir sind das nicht. Aber dann wäre das noch nicht mal so die Sache, die man machen müsste, sondern dann müsste man sagen, wir solidarisieren uns mit allen normalen Protestlern. Und diese Leute sind nur dumme Ausnahmen, die wahrscheinlich sowieso vom VS bezahlt werden und so weiter. Dann selbst dann wäre es noch nicht der Punkt angelangt, wo die AfD sagen müsste, wir distanzieren uns von den Protesten. Und bisher ist genau gar nichts passiert von Seite der Demonstranten, was es der AfD irgendwie erlauben sollte, dort sich von denen zu demonstrieren. Die demonstrieren im Wesentlichen für die AfD. Die machen umsonst, machen die das, was die AfD will. Wie es bei Pegida auch schon war, muss man sagen. Ja, wie es bei Pegida auch schon war, wie es bei Pro Chemnitz auch schon war, wie es bei Zentrum Automobil auch schon war. Und ich meine, wir haben das immer wieder gesehen, Pegida darf sich die AfD nicht anbiedern und ich meine, selbst 2017, 2018 war das dann immer so ganz komisch, ja, die AfD darf da nicht mitmarschieren, sondern nur die Politiker als Privatpersonen auftreten und sowas. Also, oder auch bei Zentrum Automobil jetzt, dass es dort, also das eine Zentrum Automobil Gründungsmitglied, das in die AfD eingetreten und dann hat der Landesverband Baden-Württemberg gesagt, so nö, wir nehmen dich nicht auf, weil sie in dieser und jener Organisation sind, weil so Zentrum Automobil macht so für 0 Euro Gewerkschaftsarbeit in den Betrieben in der Automobilindustrie für die AfD. Das ist, die machen das umsonst. Und der Typ darf nicht mal in den AfD-Kreisverband eintreten und dann mitentscheiden, welcher scheiß Fuzzi Delegierter beim Parteitag wird. So, das ist einfach nur absolut krank, wie die AfD einfach nicht erkennt, was ihre wortwörtlichen Mitstreiter machen und dass man denen nicht mal nicht mal das kleinste bisschen politisches Verständnis hat oder überhaupt, also, oder nicht mal das kleinste bisschen so Respekt aufbringt. Und ich meine, selbst aus Selbsterhaltungsgründen müsste man eigentlich als jemand, der in der Politik unterwegs ist, so wissen, so, es bringt nichts, dort quer zu schießen. Damit ja, einfach mal um ein paar Zahlen in den Raum zu werfen. 25% ungefähr wählen in Sachsen die AfD. Wie viel sind nicht geimpft? 50? Oder knapp 50? Oder sagen wir jetzt einfach 40, mal nicht optimistisch, 40% sind nicht geimpft. Was ist denn mit den 20%? Denkst du, die lieben den Staat so sehr und weiß auch nicht, sind überhaupt gar kein Potenzial, ja? Und was hat man Angst zu verlieren? Haben die jetzt Angst, dass sie plötzlich eben in Sachsen, wenn sie sich mit den falschen, in Anführungszeichen, Leuten solidarisieren, dass dann irgendwie die Bürgerlichen in Sachsen sagen, nee, die haben ja hier sich mit den Corona-Demos solidarisiert oder was? Und dann wählen plötzlich nur noch 15%. Wieso schon auf der Seite der AfD? Das ist es ja. Es gibt ja noch in Sachsen im Gegensatz zum Rest des Ostens diese klassischen bürgerlichen Milieus. Jetzt mal eine ganz schwierige Frage. Wer ist da bei Pegida mitgelaufen? Ich glaube, das waren diese bürgerlichen Milieus. Das ist Sachsen, die sind auf der Seite der AfD. Da verschreckt man keine Bürgerlichen. Also in Sachsen. Man würde vielleicht, weiß nicht, es mag sicherlich welche geben, die dann vielleicht, was auch immer, aber sie sagen, nee, das ist mir zu hardcore mit dem Querdenker-Zeug und bla bla bla. Mag vielleicht das sein, aber das kann doch niemals das Argument sein, wenn das Potenzial, das du abschöpfen kannst, viel größer ist als das, was du wahrscheinlich dann verschrecken würdest. Ja, das ist sowieso das Schizophrene. Also abgesehen davon, du verschreckst ja so wahrscheinlich noch eher die Leute, wenn du gar nichts machst. Eben. Die AfD, Politik ist immer Freund-Feind und Politik ist immer Positionierung auf einer Seite. Und jetzt, also ich kann es irgendwie auf irgendeiner Ebene nachvollziehen, wenn Meuthen 2019 oder 2020 quasi auf diesem Parteitag in Kalkan noch sagt, wir wollen nicht, dass unsere Politik von Querdenkern also bestimmt wird. Ich meine, es ist Meuthen. Der Typ ist dumm. Und also das war auch damals schon ein bisschen dämlich, das so zu sagen. Weil es letztlich darauf hinausgelaufen ist, die AfD muss so staatstreu wie möglich sein, weil sonst macht der VS irgendwas. Ja, der VS hat dann trotzdem was gemacht, obwohl die staatstreu sind. Aber jetzt,
sind nicht nur in Sachsen, sondern auch in Freiburg, auch in Hannover und so, in Hamburg Tausende auf der Straße. Es ist eine bundesweite Mobilisierung, die jedes Bundesland erfasst, weil es jetzt gegen den Impfzwang geht. Weil jetzt auch Leute, die geimpft sind oder Leute, die vielleicht auch schon vorher Maßnahmenkritiker waren, die vielleicht ungeimpft waren, aber sich dachten, ja, das übersteht man irgendwie, irgendwann wird sich das wieder einpendeln und so weiter, dann ist Corona irgendwann vorbei. Weil die jetzt bemerken, es geht um die Wurst, es geht um das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und keine einzige etablierte Partei in Deutschland macht mit für diese Leute. Wenn, also im Gegenteil, die FDP hat sich ja wirklich als extreme Wendehalspartei etabliert, was auch offenbart, ja, gut, wer hätte es gedacht, ne, ganz klar. Ja. Aber der Punkt ist, sie wurden ja als Corona-kritische Partei so aufgebaut, als wählbare Corona-kritische Partei, haben damit auch gut abgesahnt, ja, weil sie ja eben in den Medien immer sozusagen so dargestellt wurden und jetzt hier tragen sie alles mit, was wahrscheinlich die Ampel macht, so ungefähr. Vielleicht nicht alles, aber das meiste und das meiste Schlechte. Und was war noch? Ja, jetzt ist Lindner zum Beispiel auch plötzlich für die Impfpflicht. Hm, dumm gelaufen, ne? Ja, und jetzt ist halt der Zeitpunkt, wo, und das ist nochmal eine Botschaft an alle AfD-Leute, die hier mithören, vor allem die irgendwie Möglichkeit haben, auf Ortsgruppenversammlungen, auf Kreisparteitagen, auf Landesparteitagen und vor allem auf den Bundesparteitagen mitzuwirken. Jeder höhere AfD-Funktionär, der sich nicht diesen Protesten anschließt, der zumindest irgendwie Solidarität zeigt, oder man kann ja nur weitergehen, der nicht irgendwie an solch einer Demonstration beteiligt ist oder die sogar nicht mitorganisiert, der hat sein Recht auf weitere politische Mitbestimmung in der Partei verwirkt. Das muss der Anspruch sein. Die AfD muss jetzt endlich Haltung zeigen. Die muss jetzt sich an, wie es die FPÖ gemacht hat. Warum ist die FPÖ in Österreich plötzlich wieder so stark? Weil sich Herbert Kickl mit seiner Partei an die Spitze dieser Proteste gestellt hat. Und das haben die Bürger der FPÖ bei den Wahlen, soweit ich weiß, in Oberösterreich ja auch gedankt, indem die Verluste nicht mehr so hoch ausgefallen sind wie bei den letzten Regionalwahlen. Und die regionale Querdenkerpartei in Österreich nicht so stark eingezogen ist auf Kosten der FPÖ, wie das hätte passieren können. Und deshalb gilt es jetzt für die AfD, endlich Haltung zu zeigen und auch für, wie gesagt, die Leute, die hier potenziell Delegierte sind, potenziell Landesvorsitzende, Bundesvorsitzende in der AfD, in der JA mitwählen, wählt nur die Leute, die da auch mitmachen. Der Rest hat kein Rückgrat, der wird auch bei anderen Themen umfallen. Das wissen ja die meisten auch, dass diese Leute meistens auch schon bei anderen Themen umgefallen sind. Ja, was ich noch sagen wollte, habe ich vergessen. Nee, die Leute haben, der Witz ist, also jetzt ist es mir wieder eingefallen, ja, die Freien Sachsen sind ja hier das gern gebrachte Beispiel, weil das halt aktuell eine sehr große Bewegung ist. Okay, gut, die Telegram ist nicht allein entscheidend, aber da haben sie 100.000 Abonnenten, was schon mal eine beachtliche Zahl auf jeden Fall ist, gerade für Telegram, ja. Wo vielleicht so die größten Kanäle, keine Ahnung, 150.000 oder so haben. Weiß jetzt nicht, aber so in dem Dreh auf jeden Fall. Ich meine, zum Vergleich, Sellner hat 30.000 Abonnenten. Nee, 50. Und Sellner ist jemand, der sozusagen in ganz Europa rumspringt und überall im deutschsprachigen Raum mobilisiert. Sellner hat tatsächlich so 50.000 oder so mittlerweile. Ja, 150.000. Aber trotzdem, ja. Und die Freien Sachsen, eine Gruppe, die explizit regional auf das Bundesland Sachsen begrenzt ist. Ja. Ein Bundesland, was etwas mehr als 3 Millionen Einwohner hat 100.000 Leute. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, also wir können ja einrechnen, vielleicht 10.000 Leute oder so sind aus anderen Bundesländern. Ja, weiß man nicht, ja. Aber wenn du jetzt überlegst, ich würde mal davon ausgehen. Das Beispiel, Oliver Janich hat irgendwie so 160.000 Abonnenten. Also ich würde mal davon ausgehen, dass die den Post von den Post jetzt zur Demo am Samstag, also am 11., ne? Bis dahin wird die Folge wahrscheinlich nicht kommen, aber den Post haben 250.000 Leute, Stand 9.12. gesehen. Was du ja ungefähr das Potenzial ausrechnen kannst auf Telegram. Ja. Also auf jeden Fall, ich würde mal davon ausgehen, dass die allermeisten Leute in diesem Telegram-Chat Sachsen sind, weil es einfach eine regional begrenzte Gruppe ist, die vor allem die Bürgerproteste vernetzt. Also ich gehe jetzt mal vom Richtwert, 10.000 Leute sind vielleicht aus anderen Bundesländern oder aus dem Ausland und so weiter. Dann sind das immer noch 3% der sächsischen Bevölkerung, die in dieser Telegram-Gruppe sind. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist absolut krass. Das ist eine Leistung. Stimmt schon, ja. Und es ist, ob die sind ja auch noch anderweitig vernetzt, muss man natürlich auch noch bedenken. Und das ist auch wenn es die AfD einzeln wollen oder nicht im sächsischen Landtag, das sind die Leute,
die den Bürgerprotest in Sachsen koordinieren und zum Teil auch mitorganisieren. An denen kommt man nicht vorbei. Und wie gesagt, die machen für 0 Euro eure Arbeit. Im Gegensatz zu euch. Ihr macht es bezahlt in euren, bei euren Abgeordnetenposten und oder als Mitarbeiter. Nicht. Und die machen das unbezahlt. Genauso wie wir zum Beispiel. Was ich jetzt noch ergänzen wollte, warum ich eigentlich auf die Freien Sachsen zu sprechen gekommen bin, der Punkt ist, die sind ja wirklich, wie soll ich sagen, nicht verzweifelt, aber die würden ja gerne mit euch was zusammen machen, so mit der AfD zusammen machen. Ja, die würden gerne, wie jetzt auch in dem letzten Post, ja, hier, wo geschrieben wurde, eben AfD-Distanzierung von Freien Sachsen, bla bla, wo sie dann schreiben, ja, warum, hört doch auf damit, wir würden euch die Hand reichen und bla. Und es werden auch öfters mal Positivbeispiele von sächsischen Abgeordneten gebracht. Ich kann mich dann erinnern, einer, die den PCR-Test oder so verweigert hat und sitzt auf der Tribüne, wurde gesagt, ja, hier, toll, die hält die Fahne hoch und so weiter. Haben ja auch von Björn Höcke, weil das ist ja das Absurde. Björn Höcke als Landesvorsitzender von Thüringen muss dann als einziger AfD-Politiker, ja, der so bekannt ist in der Region, nach Sachsen fahren und dort an den Bürgerprotesten teilzunehmen. Und dann berichten die Freien Sachsen eben riesig positiv über Björn Höcke. So, da hat jeder AfD-Kreispolitiker die Chance, der Held des Tages zu werden. Und niemand tut's. Ja. Ja, wie gesagt, der Punkt, die hassen ja die AfD, die nicht mal dafür, das ist ja das fast schon Traurige. Ich meine, ich weiß nicht, was ich besser fände, wenn die AfD eine Quittung für ihr Scheißverhalten bekommt oder wenn sie eben trotzdem weiterhin stark ist, ja. Aber der Punkt ist so, die Freien Sachsen, wie gesagt, oder was auch immer, die Leute sind ja denen trotzdem noch zugeneigt. Die AfD kriegt ja diese was auch immer, 25% in Sachsen. Trotzdem sie eigentlich irgendwie, das ist ja das Ding, die werden einfach so gewählt, weil es die AfD ist. Wer hat es gesagt, dass man da auch auf einen Affen hinstellen könnte? Teilweise macht man es vielleicht auch, wer weiß. Und der wird ja gewählt werden. Oder einen Besen, oder was war's? Einen Besen still hinstellst, ja, dann kriegst du im Erzgebirge trotzdem 40% für die AfD. Ja. Also. Ja. Ja. Und das ist halt echt irgendwie komisch. Das ist halt auch so ein Vertrauensvorschuss, den die AfD im Endeffekt bekommt, aber eigentlich nicht erfüllt und dann trotzdem weiterhin bekommt. Das ist eigentlich das Traurige. Wenn die AfD jetzt plötzlich, wenn die Freien Sachsen sozusagen jetzt eine eigene Partei gründen würden und damit 5% von der AfD klauen, wird es anders aussehen. Genauso wie man ja gesagt hat, die Basis klaut uns jetzt, keine Ahnung, 2% oder so. Ja, oder hat viele Direktmandate auch verhindert und so weiter. Ja, hätten wir das gar nicht erst zulassen dürfen. Ja, da hätte man auch sagen müssen. Ich meine, Leute, die Basis wählen, sind politisch zumindest nicht so schlau. Muss ich ehrlich sagen. Auf der anderen Seite so, natürlich, wenn Meuthen auf einem Parteitag offen sagt, dass er mit Querdenker nichts zu tun haben will, und wenn da dann eben Leute wie Hans-Jörg Müller, die da also sehr prononciert auf solchen Querdenker-Demos waren, dann eben ins Politische ausgeschossen werden und so weiter, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn dann eben die 2%, die eben zum Direktmandat in Südbrandenburg oder in Mecklenburg-Vorpommern fehlen, eben weg sind. Dann muss man eben lernen, die potenziellen Wählerbasen, die wirklich da sind, und das sind halt weder Hartz-IV-Empfänger noch Ausländer, sondern das sind eben Querdenker in dem Fall, eben auch anzusprechen. Da muss man sich nicht wundern. Ja, das stimmt, ja. Also, amongst other reasons sozusagen. Also, AfD ist halt wirklich, also das Traurige ist, dass das wirklich sozusagen, wie Höcke sagen würde, die letzte evolutionäre Chance ist, aber irgendwie die Evolution sich wieder mal als Lüge etabliert sozusagen. Ja, man nennt es ja auch nicht umsonst die Evolutionstheorie. Ja, genau. Gut, jetzt haben wir darüber uns ausgelassen. Ich habe ja noch auf der Liste die Patriot, ich kann es nicht aussprechen irgendwie, die Patriot-Front, ja. Die jetzt in Amerika ja eine Demonstration abgehalten hat.
was relativ interessant war, weil die ein ziemlich einheitliches Auftreten hatten. Alle irgendwie so beige Hosen, schwarze Jacken, irgendwie ihre Mützen und halt irgendwie so eine Maske auf, ja. Also keine, was auch immer, FFP2-Maske, sondern halt so ein Schlauchschal, so einen weißen, ja. Witzig, dass in Amerika dann so die Stimmen hochkamen. Ich kenne keine Organisation, die so organisiert ist, ja, dass sie so ein gutes Auftreten hat. Das müssen Feds sein. Und es ist keiner dabei, der irgendwie einen Bierbauch hat. Das sind alles Federal Agents sozusagen. Also alles V-Leute im deutschen Jargon. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass bei einigen Protesten auch schon, also ich glaube, es gab vor 2-3 Monaten einen Protest, der dafür gesorgt hat, dass dieses Image herausgekommen ist, weil dort alle Leute, die gut aussehen, sind sozusagen fett, ja. Nein, nein, das war so in der Nähe des Kapitols in Washington D.C. wurde halt eine Demonstration gemacht, die eben aus diesem Spektrum kam, konservativ, Republikaner, QAnon, was weiß ich. Und da sind dann ganz viele Typen gewesen, die alle die gleiche Sonnenbrille auf hatten. Das habe ich leider gesehen. Und dann wurde einer von denen von der Polizei verhaftet und dann ist rausgekommen, oh, er war ein Undercover-Agent vom FBI. Ja. Er hat sich also der Verhaftung entzogen, indem er seinen Dienstausweis rausgeholt hat. Ja. Und deshalb ist da so ein bisschen diese angespannte Situation, dass wenn man nicht gerade direkt sieht, oh, das sind Maga-Boomer oder das sind America-First-Leute, so die Nick Fuentes-Crowd, die man ja auch ganz gut erkennen kann, oder das sind offensichtliche Wignats, also so amerikanisch ein W, dass man dann natürlich denkt, zum Teil die Leute dort, das könnten Feds sein, das könnten Agenten des Staates sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich wirklich so, wie du es gesagt hast, also es gab einfach in Amerika bisher nicht diese, sag ich mal, durchorganisierten Märsche, die entweder nicht aus diesem QAnon-Maga-Bereich gekommen sind oder halt aus dieser Weeknet-Szene. Das, also mit Patriot Front ist schon das was Neues. Ich würde eher sagen, als Kritik an Patriot Front, weil ich bin da auch nicht so der größte Fan von, auf der einen Seite, warum, ich meine, es ist ja schon mal gut, dass sie die amerikanischen Nationalfarben benutzen. Das ist schon mal ein Schritt weg von Hakenkreuzfahne oder Keltenkreuz oder sonst was oder von obskuren, sonstigen obskuren Symbolen, die ja durchaus von den Wignets dort benutzt werden, dass man zumindest mal zu den amerikanischen Nationalfarben geht. Auf der anderen Seite, warum hat man da dann trotzdem irgendwelche komischen Symbole drauf? Nehmt doch einfach amerikanische Flaggen. Nehmt doch einfach die Landesflaggen, da können ja, wir nichts gegen sagen. Ist halt das Symbol der Dingsbums, ja, der Organisation. Gut, das ist ja nochmal so ein Ami-Ding. Darum ging es mir jetzt eigentlich nicht mal unbedingt. Mhm. Aber gut, kann man als Kritikpunkt auf jeden Fall mal so realisieren. Ich würde eher als Kritikpunkt bei Patriot von ihm. Warum muss es Washington D.C. sein? Die haben vorher schon, glaube ich, in Boston oder Philadelphia im Sommer eine Demonstration gehabt. Weil die Hauptstadt. Warum müsst ihr das unbedingt in demokratischen Staaten machen, wo sowohl die Antifa sehr stark ist, als auch die Polizei und die Verwaltung gegen euch ist? Macht's doch ein Trump-Country, macht's doch im Mittleren Westen. Also wenn ihr nach Washington D.C. oder Philadelphia anreisen könnt, dann kosten die Flugtickets nach irgendwo nach Oklahoma oder nach Texas oder so nicht mehr. Kosten dann wirklich nicht mehr. Und da hat man also, dann eben, kann man sich dann eben, ich meine, der Vorteil, das kennt man ja so ein bisschen auch von anderen historischen Bewegungen, der Vorteil, in kleinen Städten mit großer Mannstärke zu demonstrieren, ist einfach, dass die Propaganda viel besser wird, ja, sowohl für die Anwohner, als auch für die Unterstützer, als auch für die Medien. Wenn man in einer Stadt von 20.000 Leuten oder so 1.000 Marschierende mobilisieren kann, das macht man ja auch gerade in Sachsen, dann ist der propagandistische Vorteil, als wenn man 500 Leute in einer Stadt von 3 Millionen organisieren kann. Naja, klar, wie gesagt, das ist auf jeden Fall so. Der Punkt ist gut, es ist halt die Hauptstadt. Das ist wie wenn man jetzt irgendwie in Berlin demonstriert oder so. Es ist halt einfach, natürlich. Keine Ahnung, ja. Man sollte natürlich auch überall sonst demonstrieren, keine Frage, aber gut. Ja, ist halt auch so ein Ding, gut. Weil ich das jetzt eigentlich aufgeworfen habe, interessant ist es doch, soweit ich weiß, wurde da auch niemand verhaftet bei dieser Demonstration, ja. Niemand gedoxt und so weiter, ja. Und dann sind es quasi die Feds, ja. Aus irgendeinem Grund, aus einem nicht wirklich klar definierbaren Grund, außer dass es zu gut aussieht, zu schön, um wahr zu sein, sozusagen. Ja, in gewisser Weise ja. Ich meine, das ist ja so, ich meine, es gibt ja diese Art von Gesicht zeigen, Zwangsneurose auch in Amerika. Ja, was und, total, ja gut, okay, keine Ahnung, kann man dazu stehen, wie man will, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber der Witz ist... Und das hat wahrscheinlich dann die Leute irritiert, dass die dann alle mit so... Hast ja schon gesagt, diesen Schlauchschälen dort ihr Gesicht sozusagen unkenntlich gemacht haben. Was auf der anderen Seite natürlich super klug ist. So. Also wer zu solchen Demos geht, ich meine, Patriot Front ist nicht so die normale Stop-the-Steal-Demo oder sowas, wo man dann vielleicht so
weniger Probleme haben wird, das in den republikanischen Staaten zumindest zu erklären, dass man da war. Ja. Sondern es ist ja schon wirklich eine Organisation, die man wohl als Nationalrevolutionäre oder so bezeichnen könnte. Dort kann ich es dann auch verstehen, wenn die sich dann maskieren. So, da sollte man dann halt wahrscheinlich auf seine Anonymität auch achten. Und was ich nämlich eigentlich sagen wollte, weil ich jetzt diese Aktion, diese Organisation nochmal herausgekramt habe, weil so sehr muss uns jetzt das Ami-Ding auch nicht unbedingt betreffen mehr, zumal das jetzt auch nicht die Revolution eben bringen wird, wahrscheinlich Patriot Front. Muss man auch sagen. Es war natürlich interessante Optik, die wahrscheinlich auch viele in Deutschland ansprechen und gut finden. Problem in Deutschland ist natürlich auch das Uniformverbot. Weiß ich nicht, inwiefern das also möglich wäre, sowas Ähnliches abzuziehen. Aber das sei mal so dahingestellt. Wenn man es unbedingt dann machen wollen würde, was wahrscheinlich wirklich viele ganz gut fänden. Aber was ich jetzt nochmal die Brücke schlagen wollte zu Deutschland, beziehungsweise auch Österreich zum Beispiel, ja. Es gab ja jetzt jüngst den Fall von, ich sage jetzt einfach mal, ich nenne jetzt mal den Namen, ja, also hier Roman Möseneder, der jetzt auch als RFJ-Mann zurückgetreten ist. Weil da möchte ich jetzt nochmal darauf also zurückkommen, wo man sich dann eventuell Vorbilder suchen kann, ja. Beziehungsweise was man da sich als Vorbild rausnehmen kann. Der jetzt als RFJ-Vorsitzender da in Salzburg irgendwie zurücktreten musste, weil er irgendwie auf einer Demo war und da, keine Ahnung, eine Rauchgranate, was weiß ich, einen Rauchtopf eben weggetreten hat. Und da ist so der Punkt. Mittlerweile geht man irgendwie verstärkt, gerade so in diesem jungen Bereich, auf diese radikale Ästhetik, sage ich jetzt mal, auf dieses schwarze Blockmäßige sozusagen von, weiß ich nicht, ja, wie man da drauf einfach mal kommt. Und dazu kommt, man ist jetzt, früher war das eine Ordnungswidrigkeit, sich auf Demonstrationen zu vermummen. Heute ist es eine Auflage, das zu machen. Das heißt, jeder kann seine Anonymität wahren, ja, was eigentlich ein Riesenvorteil ist. Und der Punkt ist, was, glaube ich, viele Leute nicht verstehen, schwarzer Block, das hat man etabliert, vielleicht einerseits, weil es irgendwie krass böse ausschaut, keine Ahnung, aber vor allem, weil es die Anonymität der Leute wahrt. Weil gerade im linken Spektrum ja Straftaten auch unter anderem aus diesem schwarzen Block heraus passieren. Ja, also wir haben alle die G20-Demo mitbekommen. Zum Beispiel, deswegen siehst du auch öfter in Videos und so weiter, dass Schuhe und was auch immer zensiert werden. Weil alles, was sozusagen Identitätsmerkmal, stiftendes Merkmal ist halt kritisch, ja, weil am Ende kannst du dann eben da irgendwie identifiziert werden und das wollen die Leute halt nicht. Und das ist das Problem, ist halt, wenn man so eine Modenschau sozusagen dann da draus macht und da rumposieren muss so ungefähr und selber dann Bilder von sich postet und was weiß ich, dann bringt halt die tollste Vermummung und was auch immer nichts. Ja. Weil dann ja jeder weiß, okay, das war der Typ hier mit den weißen Schuhen zum Beispiel. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, dass ich meine, ja, jetzt kommt damit wieder zurück. Damit möchte ich jetzt nicht mal sagen, dass wir jetzt Straftaten oder sonst was begehen oder begehen sollten oder was auch immer. Die Anonymität kann natürlich aus ganz anderen Gründen sinnvoll gewahrt werden dann bei solchen Demonstrationen. Ja. Du kannst ja, es reicht ja nur, wenn du eine FFP2-Maske trägst und so eine Wintermütze oder so, was jetzt ja zu der aktuellen Dingsbums ideal ist, ja. Dann wirst du zu 90% wahrscheinlich, keine Ahnung, nicht erkannt werden. Und dann, selbst wenn du dann doch mal einen Rauchtopf treten solltest, sozusagen, musst du nicht direkt zurücktreten, ja. Genau, also das ist ja auch der Punkt. Also so, man kann ja auch auf einer Demo, ohne dass man irgendwas gemacht hat, verhaftet werden. Oft genug passiert. Ich meine, die Polizei stürzt sich im Zweifelsfall immer auf euch, wenn ihr auf unserer Seite seid. Das nicht zwangsläufig euch dann in den Knast oder was auch immer oder ein Strafverfahren oder irgendwie einen Strafbefehl an Hans wirft, aber trotzdem. Aber sie werden es natürlich versuchen. Und die Linken werden die Tatkräfte dabei unterstützen. Deshalb ist das natürlich sinnvoll, sag ich mal, wenn es nicht gerade so eine Demo ist, wo natürlich dann, also sagen wir mal so eine Corona-Demonstration, wo dann also zum Beispiel auch viele Familien dabei sind oder so. Wo in einer Region, wo halt relativ wenige Zecken unterwegs sind und wo die Polizei vielleicht noch einigermaßen den Demonstranten gegenüber halt wohlgesonnen ist. Wenn es nicht gerade so eine Demo ist, dann ist es nicht gerade unklug, sag ich mal, dafür zu sorgen, dass man seine Teilnahme anonymisiert in gewisser Weise. Sowohl in den sozialen Netzwerken, als auch dann mit praktischen Maßnahmen vorhat. Aber deshalb wollte ich darauf zurück. Ich meine, ich bashe immer wieder die Neurechten. Das tue ich, um ehrlich zu sein, nicht, weil es mir ganz großen Spaß macht, sondern weil es immer mal wieder nötig ist. Und das ist auch wieder so ein Fall. In den letzten 4 Jahren in etwa hat sich so eingebürgert, dass, du hast es ja schon geschrieben im Chat, so ein bisschen als Lifestyle so. Also man hat den Schnellruder-Lifestyle, den Neurechts-Lifestyle.
man hat den Schnellroder Jutebeutel und da hat man dann die Jung Europa oder Antaios Bücher drin und damit geht man dann zur Demo und da trägt man dann New Balance Schuhe und da trägt man dann, weiß nicht, einen Rollkragenpullover oder was auch immer oder ein bedrucktes T-Shirt von irgendeinem der Verlage oder sowas in die Richtung von irgendeinem Szene-Ding und zelebriert seinen Lifestyle. Man postet Bilder auf Instagram, man postet Bilder in den sozialen Netzwerken und ist dann der größte Held für 5 Minuten. Hat dann 300 Likes auf dem Post oder sowas. Das ist natürlich dumm, wenn das in, wenn man da in so eine Situation kommt, wie eben jetzt Herr Möseneder sozusagen. Nämlich, dass sozusagen diese Lifestyle, sag ich mal, diese Zelebrierung eines Lifestyles, was nicht unbedingt schlecht sein muss, so, ich meine so ein bisschen. Bei Möseneder ist er ist ja natürlich auch so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Galionsfigur, wo der Lifestyle sich ja wohl natürlich auch ein bisschen lohnt, weil er ja so eine Art rechter Influencer ist, ja. Genau. Also gut, ja, er ist jetzt kein RFJ-Tier-Chef mehr, aber dann macht es halt irgendein anderer, dann macht das halt, was weiß ich, ja. Ist jetzt auch kein Weltuntergang in dem Sinne, aber. Den Salzburgern scheint es an sich noch nicht geschadet zu haben. Ich habe einen Bekannten, der dort in Salzburg studiert, der auch beim RFJ ist und die scheinen weiter zu demonstrieren von dem, was ich aus dem sozialen Netzwerk sehe. Er kann ja auch weiter auf die Demos gehen. An sich ist die Kultivierung dieses Lifestyles nichts Schlechtes. Ich meine, manchmal nervt's, manchmal übertreiben es Leute, aber an sich ist es ja ganz gut, dass, um es mal im IB-Sprech zu sagen, es eine gewisse Art von Kontrakultur gibt, weil dann eben das auch anschlussfähig an gewisse Milieus ist. Wobei es in dem Sinne eher eine kopierte Kultur ist von irgendwelchen Linken, aber okay. Natürlich, aber an sich, die Idee an sich ist an sich nicht schlecht. Aber man sollte natürlich, also bei solchen Sachen, den Lifestyle hinten anstellen, hinter der Sicherheit. Das heißt, vielleicht macht die Organisation irgendwie Kontrakultur Salzburg oder RFJ Salzburg oder so, die macht dann das coole Video oder die macht dann das coole Foto, was in den Instagram-Status kommt. Wo man am besten dann auch niemanden erkennen kann. Aber diejenigen Einzelnen sollten dann gerade bei Demos, wo es ein bisschen heißer wird, wo die Polizei vielleicht angewiesen ist, Stress zu machen, wo vielleicht noch linke Gegendemonstranten in die gleiche Richtung gelenkt werden, damit es eskaliert. Oder wo es vielleicht auch ein bisschen politisch sensibler ist, weil es vielleicht die Themen sind, die hundertprozentig anschlussfähig sind, nicht mal in unseren Kreisen. Da sollten sich die Leute einfach mal zurückhalten, den Lifestyle ein bisschen hinten anstellen und über ihre persönliche Sicherheit und über die, in Anführungszeichen, Optik des gesamten Lagers nachdenken. Ja, man muss halt auch dazu sagen, okay, es ist ja jeder ein Stück weit persönlich für seine Sicherheit wieder mal verantwortlich, ja. Ist ja ähnlich wie bei dem vorherigen Thema, über das wir gesprochen haben. Ich meine, aber wenn die Leute halt das irgendwie so mehr oder weniger vorgelebt kriegen, ist es halt schon kritisch. Man muss den Leuten halt schon sagen, klar, einerseits kommen dann so Sachen, das war auch unter anderem bei Möseneder im Telegram-Kanal, ja, da kommen dann so Sachen wie, ja, hier gibt's jetzt Rechtstipps oder was auch immer, verhaltet euch so und so und so und keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob es die Rechtstipps dann gab. Muss ich eigentlich fast nochmal nachschauen, aber es wurde auf jeden Fall angekündigt. Was an sich auch erstmal gut ist, niemand sollte so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen werden, weil viele Leute gehen da zum ersten Mal oder zu was auch immer auf die Demonstrationen, ja, und wenn es halt wirklich mal so ist, okay, dann stehen da die Bullen mit dem Wasserwerfer oder dann stehen da halt irgendwelche Zecken, die dich zusammenschlagen, wenn du nach Hause fährst oder was auch immer, ja. Und man sollte da schon die Leute ein bisschen drauf vorbereiten, aber gerade dann ist es ja eben sinnvoll auch zu sagen, okay, pass auf, es ist vielleicht. Also die paar Likes auf Instagram für dein cooles Revolte-Bild, ja, sind vielleicht nicht unbedingt so wert, gechased zu werden. Also es ist nicht unbedingt wert, diese Likes abgreifen zu wollen, ja. Ja, man muss natürlich auch immer so ein bisschen Kosten-Nutzen da machen. Ich meine, es wäre ja zum Beispiel auch möglich, ich meine, in Wien gibt es ja auch diese Mittwochsbummel vor der Uni von verschiedenen Studenten, die eben den farbentragenden, vor allem den schlagenden waffenstudentischen Kooperationen in Wien angehören. Wo die dann also vor der Uni sich treffen mit Band und Mütze und dort eine Veranstaltung machen. Und genauso wäre es ja möglich, dass, sag ich mal, also zum Beispiel so eine Studentenverbindung, eine Burschenschaft oder in Österreich sind es ja auch teilweise die Corps oder die Landsmannschaften, die ein bisschen weiter rechts stehen, dass die geschlossen mit Band und Mütze auf so eine Demo gehen. Da muss man sich dann aber eben auch bewusst sein, dass die Konsequenzen sind, dass man eben nicht mehr anonym ist. Da muss dann die Aktivitas dieser Bünde eben sich bewusst sein, dass wenn es mal heißer werden sollte oder auch wenn Antifa-Fotografen da sind und sie doxen können, dass die das dann auch machen. Oder dass man dann eben, wenn dann mal eine Situation ist und da kommt dann eine Antifa-Gruppe oder kommt dann eine Polizeigruppe und es gäbe eine Schlägerei und ist nicht ganz klar,
wer da dann dran schuldig war, ob es die Demonstranten waren oder die Polizei oder die Demonstranten oder die Gegendemonstranten, dass man dann natürlich auch eher von den Strafverfolgungsbehörden gekriegt wird. Muss man dann eben Kosten-Nutzen abwägen. Richtig. Was es gilt natürlich auch nicht für jede Demo. Klar, wenn du jetzt irgendwo durch Sachsen spazierst, gibt natürlich immer wieder Videos auch, wo es eskaliert, gerade mit der Polizei. Antifa dürfte dann weniger ein Problem sein, aber wie auch immer, wie gesagt, dann da musst du ja nicht irgendwie hier einen schwarzen Block aufmarschieren lassen. Ja. Bei einer Demo in Wien, keine Ahnung, da wird's halt gemacht, ja. Ist jetzt auch, wobei das natürlich auch, man könnte vielleicht auch argumentieren, dass das auch wieder abschreckende Optics zum Beispiel sind, ja, aber das ist nochmal eine eigene, wie gesagt, eine eigene Diskussion, die ich jetzt nicht unbedingt führen muss, die jungen Leute sozusagen, also gerade die Leute, die halt da mit dabei waren und was auch immer, finden es halt ultra geil und würden sagen, halt's Maul, du scheiß Boomer, du Optics-Kack, was auch immer, ja. wenn ich das kritisiere, ja. Aber gut, das ist ja nochmal was ganz anderes. Ich persönlich finde es nicht mal so unlegitim, wenn es einen Nutzen eben hat. Ja. Andererseits sollte man auch nicht zwangsläufig, was auch viele Leute machen bei den Linken und für auch viele Leute früher, wo ich weiß, irgendwie gemacht haben bei den Rechten, ne? So einen Mindset haben, okay, ich will jetzt Krawall machen. Bei den Linken ist es nochmal was anderes, weil es da wahrscheinlich eher funktioniert als bei uns, aber bei uns ist es ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, den Reichstag stürmen und plötzlich an der Macht sind, sozusagen, ja? Es wäre halt eher wahrscheinlich kontraproduktiv, wenn wir jetzt irgendwie Krawall machen würden. Vielleicht auch nicht, ja, aber. Also gut, DSF distanziert sich auch von allen Straftaten, ja, und eben, explizit, ja, dazu auf, keine Straftaten. Natürlich, ja, aber es gibt immer die Leute, die sagen, du Spaß, du hast doch gar keine Ahnung, wir müssen jetzt das und das machen. Ja. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das so ist, ja. Also dass das jetzt, okay, Impfpflicht kippt, weil irgendwie zwei Bengalos da gezündet wurden und dann die Bullen geschmissen wurden oder so. Gehe ich nicht davon aus, ja. Deswegen, nicht nur deswegen, unabhängig davon sollten wir es natürlich nicht machen, ja. Ganz klar. Aber wenn es natürlich die Leute gibt, die geil da drauf sind, ja, dann zieht wenigstens nicht zwangsläufig so sektenartig andere Leute damit rein, damit deren Leben versaut ist und die entweder gar keinen Bock mehr haben oder nichts anderes mehr machen können, so ungefähr. Gut, das war ja so mein Take dazu, weil gesagt, das bei Patriot von relativ interessant fand, weil das Auftreten verhältnismäßig gut war, eben anonymisiert auch und was auch immer, ja, und aber eben auch keine Gewalt sozusagen und auch soweit ich weiß, eben keine Verhaftung, Doxung und so weiter, ja. Also das wäre zum Beispiel mal was, wie man es eventuell machen könnte, ja. Man kann natürlich, wie gesagt, auch Leute abschrecken, aber das ist halt immer ein ganz anderes Ding. Wird mich schon mal interessieren, wie das so bei einem durchschnittlichen Querdenker ankommen würde, wenn man so auftreten würde. Mit von mir aus 100 Leuten, was man vielleicht hinkriegen könnte. Aber stelle ich mir auch schwer vor, dass man in Deutschland sowas organisiert kriegen würde. Ich meine, wenn selbst ein 350-Millionen-Volk oder Staatsvolk, ja, in Amerika, das gerade mal so mit so ein paar hundert Leuten hinkriegt. Ja, es spricht natürlich auch nur bestimmte Leute an, also nicht jeder Pegida-Boomer hätte jetzt Lust, dort vermummt und mit Uniform zu marschieren oder so. Ja, das soll ja auch nicht jeder. Das wäre zum Beispiel soll eine Sache, ja, wo man sagen würde, okay, nur irgendwie Leute, was auch immer, unter 40 oder unter 30 oder so, die vielleicht nicht, am besten nicht übergewichtig sind und so. Aber gut, ist ja. Ja, das auf jeden Fall dazu, gut, weil mir das noch so ein bisschen aufgefallen ist. Das Problem ist natürlich jetzt, die Folge wird nicht vor Samstag kommen, wir nehmen sie jetzt am Donnerstag auf. Das heißt, diese tollen Demo-Tipps werden die Leute jetzt nicht hören, ja, und deswegen alle voll ins Messer laufen. Ja, vielleicht zur nächsten Demo dann, im Januar oder so. In Januar. Der Punkt ist, ich meine, es finden ja aktuell ständig überall Demos statt. Wir haben es gesagt, Hamburg, Sachsen, wahrscheinlich in jeder Stadt. Jetzt das nächste Mal Berlin, soweit ich weiß auch in Nürnberg. Neulich habe ich irgendwie was gehört von Würzburg, dann wo finden noch Demos statt? In Düsseldorf oder so habe ich was gehört, ja. Also Fürth, Hamburg. Ja gut, Wien Fürth natürlich. Weiß ich jetzt nicht, ja, in Wien, ja. Hamburg habe ich schon gesagt. Fürth ist ja quasi Nürnberg. Der Punkt ist, es finden genug Demos statt. Die wenigsten haben so einen Impact leider. Also ich glaube, Hamburg ist ziemlich groß und gut, also geht nach Hamburg. Die Berlin ist öfters mal relativ gut, soweit ich das mitbekomme. Wie gesagt, die nächste Demo, die von der JA organisiert wird, werden wir mal sehen, wie die wird. Dann
Gut, aber in Berlin war ja auch die größte Querdenker-Demo und so weiter, ja. Dann Wien ist auch noch fett, ja. Und wie gesagt, Sachsen ist halt auch immer so ein Dauerbrenner, ja. Sachsen ist halt Dauerveranstaltung, ja. Ansonsten, klar, diese West, wenn jetzt in, was auch nicht, in Nürnberg oder so eine Demo gemacht wird, wird die halt eher abstinken wahrscheinlich, aber gut. Das ist auch die nächste, das ist auch der Punkt, den weiß ich gar nicht, ob ich den mal gebracht habe, aber es ist manchmal auch sinnvoller, nicht zu demonstrieren, statt schlecht zu demonstrieren. Muss man leider auch mal sagen. Wenn jetzt 100 Mann irgendwo in Nürnberg stehen, ja, und 300 stehen dagegen, oder in München oder so, ist das ja eher eine Niederlage. Obwohl es ja ganz interessant war, also Mandic hatte das mal gehabt, dass jetzt wohl in Freiburg eine Demonstration mit 2000 Leuten war. In Freiburg. Stimmt, zum Beispiel auch sehr, sehr, ja, Hamburg ist ja auch relativ überraschend, weil Hamburg ja jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, geil zu sein. Ja, Freiburg ist so das Zeckennest in Bavü und Hamburg ist halt auch eine rote Stadt. Das ist die Stadt mit den großen G20-Protesten gewesen. Trotzdem sind dort wohl relativ ungestört von der Antifa mehrere 10.000 Leute dort gelaufen. Ja. Also es ist, wie gesagt, sind ja auch nicht 20.000, weiß ich nicht, Schwarzhemden oder so, die da aufmarschieren, ja. Muss man halt auch mal sagen. Aber trotzdem. Natürlich, ja, aber es ist die größte rechte Massenmobilisierung, ich glaube, seit den Anti-Asyl-Protesten in den 90er Jahren. Ja. Natürlich, es sind nicht nur rechte Leute dabei, es rufen nicht nur rechte Leute dazu auf, aber natürlich ist Querdenken und die ganze Geschichte, wie wir alle wissen, sehr weit rechts offen. Und die AfD und die FPÖ sind dann natürlich auch, die FPÖ natürlich mehr als die AfD, aber die AfD natürlich auch teilweise, mit der Demo jetzt in Berlin vor allem, natürlich Katalysatoren davon. Und die Themen spielen den Rechtsparteien in die Hand. Das ist unsere Sache. Und das ist die größte Sache, die in etwa aus unserer Ecke kommt seit, wie gesagt, den Asylprotesten in den 90er Jahren. Ich will die Asylproteste in den 90er Jahren damit nicht glorifizieren. Da gab es auch viel Scheiße, die passiert ist. Man kennt das ja alles. Mit Hoyerswerda und Rostock und so weiter. Aber trotzdem. Was mal ganz lustig war, da irgendwie, da haben wir neulich mal drüber was gelesen, und weiß gar nicht, dass irgend so ein Polizist, der quasi früher bei, weiß gar nicht wo, ob es in Hoyerswerda oder so war, gegen die Demonstranten quasi eingesetzt wurde damals noch und jetzt heute in der AfD ist und auch Querdenker-Proteste und so weiter macht. Das ist auch relativ interessant, ja. Interessante Vita sozusagen. Jetzt muss ich nochmal kurz nachschauen, weil ich habe nämlich heute, glaube ich, was gelesen. Jetzt hier, ja, Lockdown für Ungeimpfte, Opposition gespalten in Bezug auf die, auf Österreich, ja, wo eben irgendwie wohl das wohl anscheinend so ist, dass die FPÖ, dass Kickl natürlich kompletter Corona-Gegner ist und so, das wissen wir ja. Er hatte ja auch Corona, ist jetzt ja ein 2G-Passbesitzer sozusagen. Höcke ja, soweit ich weiß, auch. Selbst glaube ich sogar, was ich gelesen habe, also der Führer sozusagen der dritten Oppositionskraft, Frank Franz, ja, sind alles irgendwie Genesene jetzt anscheinend, also ja, Impfung widerlegt, würde ich mal sagen. Nee, keine Ahnung, jedenfalls Kickl ist hier Corona-Gegner und anscheinend ist es so, weil es eben hier behauptet wurde, dass die FPÖ eben gespalten sei, was das Thema angeht. Die Frage ist, ob ich dazu jetzt noch was rausfinde in der kurzen Zeit. Ja, ich glaube in Oberösterreich, ich glaube, der heißt Heimbüchner oder sowas in die Richtung. Das hat ja auch der Schafmüller immer wieder gesagt. Kann sein. Der ist wohl so, der will sich an die ÖVP anbiedern, der will sich auch an die CSU anbiedern. Aber ansonsten scheint es so zu sein, dass also relativ große Teil, also von der FPÖ-Basis muss man, glaube ich, nicht drüber reden. Aber auch von den, sage ich mal, von der Institution FPÖ, ein größerer Teil der Partei auf Seiten der Anti-Maßnahmen-Proteste steht. Ich meine schon der Fakt, dass halt sozusagen der RFJ Salzburg dort in Wien mitmarschieren kann und so weiter. Ich meine, dass da jemand wie Möseneder, der jetzt nicht gerade so der typische FPÖ-Parteibürokrat ist oder so, dort auch RFJ-Vorsitzender sein konnte und so weiter, sagt ja schon aus, dass dort die Partei seitdem Kickl drin ist und Hofer draußen. Also relativ. Hofer ist draußen? Na, der ist auf jeden Fall nicht mehr Parteivorsitzender. Ja, okay. Ja, aber es ist schon, ich meine, bei Kickl, jetzt hier ist ja auch das, was ich neulich gesehen habe, was auch am 11. Dezember stattfindet oder stattgefunden haben wird, sozusagen zum Zeitpunkt, wo ihr das hört.
mega, mit Herbert Kickl, mega Demo für die Freiheit gegen Chaos und Zwang am 11. Dezember ab 12 Uhr auf dem Wiener Heldenplatz, anschließend Protestmarsch am Ring, deine FPÖ in Zusammenarbeit mit diversen Bürgerbewegungen. Also wo man quasi das macht, was wir vorhin gesagt haben. Ja. Wie gesagt, Kickl ist der absolute Corona-Typ sozusagen. Ja, und man wird zeigen, ob sich der Erfolg für ihn, ob der Erfolg ihm recht geben wird, ja, aber aktuell ist es so, dass die FPÖ, wie du es gesagt hast, eben wieder auf einem aufsteigenden Ast ist. Im Vergleich zu anderen Organisationen, ja. In Deutschland, ja, anderen Parteien. Zu einer anderen deutschen Rechtspartei im Vergleich. Genau, ja. So. Gut, damit würde ich sagen, haben wir auch alle Themen jetzt mal durchgeackert. Ich werde jetzt nochmal ganz schnell schauen, wie die Wahlergebnisse nämlich in Österreich. FPÖ. Ne, Moment, wie heißt es? Nationalrat Umfragen. Ja, gebe ich einfach mal hier ein. Umfragen und Prognosen zur kommenden Nationalratswahl. Bin ich auf so einer ultraschrottigen Seite namens nationalratswahl.at, wo mir irgendwie gar nichts richtig schlecht ist im Vergleich zu den deutschen Seiten. Aber gut, FPÖ liegt nämlich aktuell so ungefähr bei 20% wieder. Was, glaube ich, irgendwie ein paar Prozentpunkte auf jeden Fall mehr sind. Als die ÖVP übrigens im Verhältnis dazu 23%, also relativ stark abgerutscht. Was im Vergleich zu dem Ergebnis des 2000, wann war das, 18 eingefahren wurde? Ja, 2019 war, glaube ich, Neuwahl. Achso, 2019. Okay. 2020 irgendwie so, also halt nach der Regierungskrise dort mit Ibiza und so weiter. Was halt auf jeden Fall gut ist, ja. Wo man ja noch sagen muss, also es gibt ja nicht nur die Nationalratswahlergebnisse, sondern dazu noch die Ergebnisse, die Landtagswahlen. Zum Beispiel auf bei den Landeswahlen, wir hatten das schon mit Michael Schafmüller besprochen in Wien zum Beispiel, wo er nicht nur, also wo die FPÖ dann auf etwas über 5% gekommen ist. Natürlich lag das zum Teil auch daran, dass dieses THC angetreten ist, Thema HC Strache. Zum anderen ist es aber auch natürlich so, wie Schafmüller das auch korrekt sagt, dass die FPÖ eben nicht mehr ihre Wähler angesprochen hat und deshalb natürlich viele entweder nicht mehr wählen gegangen sind oder zu den anderen Parteien gegangen sind. FPÖ hatte übrigens 16% zur Nationalratswahl 2019. Das heißt, man hat mindestens mal wieder 4% gut gemacht. Die ÖVP hingegen, interessanterweise, hatte damals 37% und jetzt eben, wie gesagt, 23%. Also auch interessant. Weiß gar nicht, wo die anderen Prozente überall hinfließen. Ne? Aber gut, das ist jetzt wieder Österreich-Analyse, ja. Ja. Gut. Und damit... Ja, dann sind wir, glaube ich, durch. Ich sagen, weil das war mir dann eine gute Folge auf jeden Fall. Ich hoffe, ich freue mich auf alle eure lobenden Kommentare diesbezüglich, ja, die dann in zwei Jahren erscheinen. Nee, egal, ja. Wie sagen wir immer, ich beende jetzt das Gespräch.